So, ich glaube, wir starten. Die meisten sind schon da, von den Teilnehmern auch. 1350. Der Mikro ist ausgeschaltet. So, ich begrüße Sie alle ganz herzlich, die Zuschauer, auch die Referenten. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir haben 1350 Anmeldungen, was auch der Spannung dieses Themas gerecht wird. Es geht heute um eine Retina Expert Deep Debate zum Thema Therapien der trockenen AMD. Denn die sind tatsächlich kurz vor der Tür. Und wir werden das Ganze im Expert Retina Debate Format halten. Das Thema ist die geografische Atrophie. Atrophie-Geografie. Ja, einmal. Bon. Also, wir werden das Thema geografische Atrophie angehen, denn es bahnt sich eine kleine Revolution an. Bisher haben wir uns auf die IWOM konzentriert, die ja nun auch wirklich unseren Alltag geändert hat. Wenn aber tatsächlich jetzt neue Therapien vor der Tür stehen, die auch zum Beispiel eine IWOM-Therapie oder einen ganzen Blumenstrauß an neuen Therapien vorhält, dann wird das unseren Alltag wirklich revolutionieren, denn es gibt mehr als doppelt so viele fortgeschrittene trockene AMDs als neovaskuläre AMDs. Und darauf wollen wir uns vorbereiten mit diesem schönen, auch bewusst kontrovers formulierten Untertitel: Wird die geografische Atrophie die neue neovaskuläre AMD? Und wir haben das Expert Retina Debate Format gewählt, weil wir die Sache auch in der Tiefe ergründen wollen. Das bedeutet, wir fangen an, die ersten 60 Minuten, mit kurzen 10-minütigen Teaser-Vorträgen, die uns einfach einführen in die Thematik, aber nicht jetzt vollumfassend alle Aspekte der einzelnen Techniken besprechen. Wir werden dann anschließend 1,5 Stunden eine moderierte Diskussion haben, wo wir wirklich auch bis ins Detail Zukunftsperspektiven und Aussichten der neuen Therapien beleuchten. Dazu haben wir ein nach meinem Dafürhalten sehr spannendes Panel vorgehalten. Der Dr. Hornig ist Director of Clinical Affairs, Ralf, von Pixium Vision in Paris. Professor Guten Abend. Hier, Professor Yannick Lemaire, den wir dann auch hoffentlich, klappt das, simultan dolmetschen werden. Professor Michalakis aus München, der uns zur Gentherapie berichtet, Privatdozent Pfau aus Bethesda ist zugeschaltet in den USA, der sich mit der medikamentösen Therapie der geografischen Atrophie langjährig beschäftigt, der Professor Prieglinger aus München, der auch Studien dazu leitet und die Gentherapie auch klinisch betreut. Ein Privatdozent Stanzel ist auch dabei. Also freuen wir uns darauf, aber wir wollen natürlich erst einmal in das Thema einführen. Wir werden ein bisschen darauf achten, dass wir die 10 Minuten auch einhalten, weil wir es eben nicht in der Gänze ausdiskutieren wollen. Dann würde ich einmal mit der Einführung starten und versuche hierzu, das geht auch relativ fix. Oh, das ging jetzt schnell. Gut, vielleicht darf ich eingangs noch kurz sagen, zwei Dinge. Einmal, die CME-Punkte werden Ihnen automatisch zugesandt. Geben Sie der Kongressorganisation bitte 2 Wochen Zeit. Die kommen ganz automatisch und das funktioniert auch. Und das Zweite ist, wenn Sie Fragen technischer Natur haben, dann schreiben Sie das in die Chat-Funktion. Technischer Natur kann ich mir heute vorstellen, dass es vorwiegend um die Online-Übersetzung, die Simultanübersetzung geht. Dazu müssen Sie ja die Zoom-App installiert haben. Es geht nicht, wenn Sie einfach nur über den Webbrowser beigetreten sind. Das dauert aber 2 Minuten. In der Einladungsmail von Gerling
die Sie heute, glaube ich, bekommen haben, steht der Link für die Zoom-Applikation und dann können Sie nachher über die Weltkugel, die eingeblendet wird, bei mir ist sie das schon, auch die deutsche Simultanübersetzung beanspruchen. Und wenn Sie Fragen inhaltlicher Natur haben, und ich bitte auch darum, dass Sie aktiv, interaktiv in die Diskussion sich mit einbringen, stellen Sie die Fragen. Wir werden die dann in der Panel-Diskussion an geeigneter Stelle auch dem Panel stellen. Wir haben eigene Fragen, aber ich bitte Sie, dass Sie auch wirklich großzügig davon Gebrauch machen, dass Sie selber fragen. Gut, das ist jetzt der falsche Vortrag. Ich muss ja von meinem eigenen erst einmal starten. Wenn Sie da vielleicht nochmal rausgehen und die Bildschirme bei mir freigeben. Und so, da ist es auch schon. Und so, ist das jetzt sichtbar? Kann ich kurzes Feedback? Jawohl, sieht sehr gut aus. Okay. Gut, dann beginnen wir. Also nur eine ganz kurze Einführung, die Therapie der trockenen AMD, Ante Portas, und warum die geografische Atrophie nicht nur eine Randindikation ist. Wir haben nämlich tatsächlich einen der letzten sogenannten Unmet Needs, das heißt die Augenheilkunde, die so innovationsgetrieben ist, hat für die geografische Atrophie immer noch gar keine echte zugelassene Antwort. Und das ist durchaus relevant, denn wir glauben ja, wir behandeln die AMD und die exudative, die neovaskuläre AMD, die behandeln wir ja auch mit unserer schönen IVOM-Behandlung und sind auch alle froh darüber, vor allem die Patienten sind froh darüber. Aber die viel größere Therapiegruppe ist natürlich die trockene AMD. Und wir haben immer noch keine gesicherte Therapie. Rechts unten sehen Sie den Aderhaut-Patch, der schon gemacht wird. Ja, wir machen es, wenn wir ehrlich sind, 2 bis 4 Mal im Jahr. Und es gibt weniger als eine Handvoll Zentren in Europa, die den Aderhaut-Patch noch machen. Also Sie sehen, wir bewegen uns hier bei exotischen Therapieoptionen, die ich auch nicht ganz aufgeben will. Aber es ist sicherlich nichts für den Massenmarkt. Wir haben ungefähr 500.000 Patienten mit weit fortgeschrittener trockener AMD. Und Gott behüte, wenn die morgen alle in unsere Praxen und Kliniken strömen und eine Spritze oder eine Gentherapie oder einen Pixium-Chip haben möchten. Aber ich hatte gesagt, wir behandeln die AMD gar nicht. Und das ist ein Zitat von Bernd Kirchhoff, das ich wirklich sehr gerne aufnehme. Bisher haben wir die AMD nicht behandelt. Ja, denn die AMD ist eigentlich die trockene AMD, die im natürlichen Verlauf von einer leichten über eine intermediären bis hin zu einer Spätform der AMD häufig mit einer geografischen Atrophie verläuft und ist auch nicht behandelbar. Und das Einzige, was wir behandeln, ist eine seltene Komplikation dieses natürlichen Verlaufes, nämlich die Komplikation einer Neovaskularisation unter der Netzhaut. Und wir versuchen mit viel Mühe und Aufwand, nicht nur für uns, auch für die Kostenträger und noch mehr für unsere Patienten, versuchen wir, diese Komplikation wieder zurück in eine trockene AMD zu überführen. Das heißt, wir behandeln überhaupt nicht die AMD, sondern nur eine Komplikation und versuchen, sie in die normale, schicksalshafte AMD wieder zurück zu überführen. Eigentlich sind es überhaupt nur 10% der AMD-Patienten, die wir mit dieser Behandlungsoption der neovaskulären AMD erreichen können. Wir erreichen einfach häufig auch nur einen vorübergehenden Effekt. Nach der initialen Verbesserung im Upload kämpfen wir darum, dass wir den erzielten Erfolg aufrechterhalten, aber nicht weiter verbessern. Und es ist natürlich keine ursächliche Behandlung. Und die trockene AMD hat viele Faktoren. Das bringt uns auch zur Verzweiflung. Das werden wir heute auch gut rausarbeiten, weil es eben nicht so einen schönen Faktor gibt wie VEGF, den man hemmen kann und dann spricht es fast immer an, sondern es ist wesentlich multifaktorieller, als uns allen lieb ist.
Was können wir tun? Nun, wir können erst einmal die Progression der geografischen Atrophie beobachten, denn die Progression hat eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Einige bleiben über Jahre fast stationär, andere gehören zu den sogenannten Rapid Progressern. Und gerade für diejenigen wünschen wir uns eine Therapie. Wir müssen jetzt nicht jede 80-Jährige mit einer mittelschweren AMD behandeln, selbst wenn wir einen therapeutischen Zugang hätten. Aber wir müssen vor allem eine Lösung haben für die schnell verlaufenden GAs, die Rapid Progressor. Das heißt, diese müssen wir beobachten. Wir haben auch viel gelernt. Es gibt verschiedene Muster der Atrophie, die ein erhöhtes Risiko für eine schnelle Progression haben und andere Muster, die eher eine sehr langsame Progression, zumindest im statistischen Mittel, zeigen. Das hilft uns schon ein bisschen. Andere Muster wiederum helfen uns, auszusortieren, wer eher für eine Therapie in Frage kommt und wer eher nicht in Frage kommt. Über die CORA und die CRORA wird Herr Stanzel gleich noch berichten. Ich will nur verdeutlichen, dass wir zwar in der Mangelung einer Therapie momentan hilflos erscheinen, aber die meisten Makulazentren bereiten sich schon ziemlich groß vor auf einen echten Ansturm, den wir auch erwarten und den auch Sie mitbekommen werden. Und eine der Ausdrücke, wie wir uns vorbereiten, ist die Sugar-AMD. Herr Stanzel hat ja in unserer Klinik als Leiter des Makulazentrums diese Beobachtungsstudie zur geografischen Atrophie ins Leben gerufen, vor 3,5 Jahren ungefähr. Wir haben ungefähr 200 Patienten, korrigiere mich Boris nachher, wenn ich da Quatsch erzähle, die zweimal im Jahr zur Kontrolle kommen und einmal komplett durchgescreent werden, um genau solche Rapid Progressor auch zu identifizieren. Und das brauchen wir auch, weil Sie können sich sehr sicher sein, dass die ersten Therapien nicht gleich in den Massenmarkt gehen werden, sondern sie werden für bestimmte Patientenklientele freigegeben werden in einem ersten Schritt. Und dazu brauchen Sie durchcharakterisierte Patienten. Sie können nicht sagen, ich habe einen Rapid Progressor, wenn dieser Patient letzte Woche zum ersten Mal in Ihre Praxis reingekommen ist, sondern schauen Sie jetzt schon, welche Patienten haben Sie, die Sie einmal im Jahr sehen, und versuchen Sie, die gut in der Bildgebung zu charakterisieren. Sie können sie auch in die Sugar-AMD-Studie einschließen. Viele Patienten werden auch genetisch untersucht, um bestimmte genetische Subgruppen, die dafür in Frage kommen, auszusortieren. Da wird ja Herr Pfau und Herr Michalakis nachher noch darüber berichten. So, und wir bereiten uns auf einen Ansturm vor. Es gibt tatsächlich eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Ansätzen. Aber was ich auch sehr gerne und sehr ehrlich zeige, ist, diese schönen kleinen roten Fail-Zeichen zeigen, dass sehr viele Ansätze, die mit großem Aufwand auch initiiert worden sind, auch im Sande verlaufen sind. Aber eben nicht alle. Und es gibt eben auch schon weit fortgeschrittene Phase-2-Studien, die an Medikamenten, wir haben die Gentherapie, die weit fortgeschritten ist, wir haben die Pixium-Implantation, die jetzt schon da ist, ja, wir haben auch konservativ operative Fälle wie die Teleskoplinse, wo Herr Koramnia uns nachher etwas dazu zeigen wird. Also schon einen ganzen potpourriären Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und wir sollten, und das ist die zentrale Botschaft heute, auch wenn nicht jetzt schon alles zugelassen ist, aber vieles steht kurz davor, teilweise schon wird für dieses Jahr erwartet, teilweise für nächstes Jahr, bereiten Sie jetzt schon vor, dass Sie auch Patienten haben, die Sie beobachtet haben, die dann bestimmte Kennmerkmale haben und für diese neuen Therapien dann auch als eine der ersten in Frage kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine wirklich toll besetzte Retina Expert Debate, die wir im Anschluss an die Teaser-Vorträge halten werden. Und nicht vergessen, schreiben Sie auch ruhig jetzt schon Ihre Fragen, was Ihnen auf der Seele brennt. Und auch erlauben Sie mir diese Werbung in eigener Sache, aber ich unterstütze die Sugar-AMD-Registerstudie sehr.
Wir brauchen durchcharakterisierte Patienten. Wir haben ja auch jetzt schon mit dem Pixium-Chip Patienten, die in Frage kommen. Das sind die Kriterien. Wenn Sie große geografische Atrophienzonen haben, ich sage ganz grob 1,5-mal Papillengröße und größer, schicken Sie die. Ein einfaches Screening ist nie falsch. Wir können Ihnen anschließend sagen, ob Sie für die Sugar-IMD in Frage kommen oder nicht. Gut, das wäre quasi die Einführung. Und ich muss ja dann gleich auch schon weitermachen, wenn Sie jetzt kurz den Vortrag einspielen. Gut. Ja, also 5 Teaser-Vorträge, jeweils 10 Minuten. Ich bemühe mich auch in der Zeit zu bleiben. Ich möchte Ihnen für ein nach meinem Dafürhalten sehr spannendes Projekt vorstellen, die Pixium-Implantation, also ein bionischer neurovisueller Sehchip, der subretinal implantiert wird. Einige wissen, dass die Retina-Implantate mich seit 25 Jahren beschäftigen. Und tatsächlich ist es so, dass die Geschichte der, ich habe noch keine, doch jetzt, die Geschichte der Retina des Pixium-Chips führt über die hereditäre Netzhautdystrophien. Ja, der Chip ist jetzt erst in der Zulassungsstudie für die geografische Atrophie, aber seit 1995, seit der Machbarkeitsstudie des BMBF, die Bewilligung vom Oktober 95 zum Start 1.1.96, ist in Deutschland der Aufschlag gegeben worden. Ich hatte auch das Glück, dass ich tatsächlich von Anfang an dabei war, 1996 als Forschungs-IEPler bei Professor Heimann in Köln, der das auch von klinischer Seite mit begründet hat und diesen BMBF-Konsortium-Antrag auch angestoßen hat. Damals fing der lange Weg des bionischen Sehens an und ich reite so rum auf dem langen Weg, weil es sind wirklich 25 Jahre. Ja, wir dachten ja alle, dass wir ähnlich wie das Cochlea-Implantat ein paar Jahre, ein paar Elektroden und dann haben wir so eine tolle, wirklich schon eingeführte, etablierte Therapie. Ich kenne Kinder, die wieder hören können mit dem Cochlea-Implant. Und mit den Retina-Implantaten ist offensichtlich alles wesentlich schwieriger gewesen. Das hat bis 2005 gedauert, bis wir überhaupt da dieses kommerzielle Video, da war Retina Implant immerhin schon eine Aktiengesellschaft, aber bis wir die erste Implantation hatten, 2005, war es eben ein weiter Weg und dieser Weg ist eben jetzt auch schon wieder zu Ende. Wir hatten in Deutschland 2 Implantate, mit denen wir Erfahrung machen konnten. Insgesamt 11 Implantate haben wir davon implantiert. Sie sehen, dass weltweit sind es ungefähr 200 Patienten. Nageln Sie mich dann nicht fest, ob das die letzten Zahlen sind. Sowohl das Retina-Implant, also das Alpha-IMS und AMS, als auch das Argus 2 von Second Sight. Und beide sind eben leider wieder vom Markt genommen. Und es gibt 2 Gründe, warum sie vom Markt genommen sind, obwohl diese Chips funktionieren. Also schauen Sie mal hier links, ja, der Alpha AMS, das ist schon wirklich ein cooler Chip, was die Mikrosystemtechniker auch aufgebaut haben. Inzwischen drahtlose Übertragung hinterm Ohr war das. Ne? Aber es gibt 2 Probleme. Einmal der reduzierte Visus, den man erreichen konnte, 0,04 maximal und sogar 0,016 maximal. Und das zweite Problem sehen Sie eben gerade mal 200 Patienten weltweit, die gefunden wurden, die sich dafür begeistern ließen. Das heißt, es ist eine Nischenerkrankung gewesen, auch ein teures Verfahren für die Patienten, ein aufwendiges Verfahren. Und ich finde es schade, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass es eben eingestellt worden ist. Aber in jeder Niederlage liegt eine Chance. Die ganze Technologie ist uns erhalten geblieben, nämlich in einen Transfer zur Behandlung der AMD,
die geografische Atrophie mit einem subretinalen Chip und darüber will ich Ihnen kurz berichten. Um diese Erkrankung geht es. Das hier ist eher noch zu früh, das ist eher schon zu spät. Sie sehen, dass zentral hier nichts mehr übrig ist. Aber es geht eben genau darum, dass ein subretinaler kleiner Chip 2x2 mm unter die Netzhaut implantiert wird. Das Prima-Gesamtsystem besteht aus einer Kamera, einem Computer, einem Taschencomputer, einem Laser und einem subretinal implantierten Chip. So sieht dann eine offensichtlich fröhliche Patientin aus. Das Funktionsprinzip ist, dass eine CMOS-Kamera auf dem Brillengestell das Bild der Umgebung einfängt, das Ganze im Taschencomputer umwandelt, das wieder zurückgibt an einen Infrarotlaser, der damit dann diesen subretinalen Chip bestrahlt und dadurch visuelle Ergebnisse liefert. So sieht so ein implantierter Chip aus, der dann eben beleuchtet wird durch den Laser und dann zum Beispiel diese Blume darauf projiziert. Also eigentlich ein ähnliches Prinzip wie bei bisherigen Retina-Implantaten. Unsere Aufgabe ist jetzt vorwiegend der operative Ansatz. Und da bin ich dankbar, dass die Firma sich schon hingesetzt hatte und einmal ganz kurz gezeigt hatte, dass tatsächlich der operative Zugang deutlich einfacher ist, wesentlich einfacher als das Retina-Implantat, und auch als das Argus-2-Implantat, das waren ja echt riesengroße OPs mit diesen Trümmern an Implantaten, teilweise kabelgebunden. Und jetzt macht man eine kleine subretinale Abhebung, schubst es unter die Netzhaut und stabilisiert es mit PFCL. Das will ich Ihnen zeigen, denn es geht eben los. Die Primavera europäische Multicenter-Studie ist in Europa begonnen. Es gibt auch schon Vorergebnisse, nämlich aus der Feasibility-Studie, also der Vorstudie, die vor 2, 3, 4 Jahren gelaufen ist. Es waren nur 7 Patienten, die implantiert worden sind, 5 in Frankreich, 2 in den USA. Und da ging es nur um die Sicherheit, um die Machbarkeit. Ja, natürlich sind auch visuelle Ergebnisse gefallen, es sah auch nicht schlecht aus, aber es ging erst einmal darum, ob das überhaupt sicher ist. Und diese Studie war auch ein Erfolg. Es war in allen Patienten sicher und hatte keine schweren Nebenwirkungen. Und deswegen ist eben in 2021 die Europäische Multicenter-Studie gestartet worden, die in der ganzen EU Rekrutierungs- und OP-Zentren hat, einschließlich UK. In Deutschland sind es 6 Zentren unter der Leitung von Herrn Holz in Bonn und mit Sulzbach, Ludwigshafen, Hamburg, München und Tübingen. Insgesamt 38 Patienten sollen rekrutiert werden. In beiden Augen soll eine größere Atrophiezone sein. In dem schlechteren Auge, wo implantiert wird, mindestens 4,5 mal 2,4 Millimeter und 4,5 Quadratmillimeter, 2,4 im kleinsten Durchmesser. Und der Visus sollte höchstens 1/16 am schlechteren Auge sein. Keine IBOM-Vorbehandlung. Und wir werden das Ganze über 3 Monate beobachten. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz kurz über die ersten Ergebnisse aus Sulzbach berichten. Das war die erste Implantation in Deutschland. Wir haben gleich 2 Patienten innerhalb von 7 Tagen implantieren können. Aber Paris, wie immer, die ja auch das weltweit studienführende Zentrum sind, und Yannick Lemaire, der ja auch heute zugeschaltet ist und uns über seine Pioniererfahrungen berichten wird. Die haben bereits im Sommer oder im Frühjahr sogar implantiert. Dann hatten Sulzbach, 2 Patienten Lyon kurz darauf, Bonn kurz darauf, Ludwigshafen und jetzt letzte Woche auch London implantiert. Das heißt, wir haben 3, 5, 7 Patienten, die insgesamt jetzt in die Studie bereits eingeschlossen sind. Nach meinem Wissen gab es keine schwerwiegenden Komplikationen. Wir haben tatsächlich und deswegen auch diese schnelle Zugriff auf die Patienten. Wir haben eben davon profitiert, von der Sugar-AMD-Register von Herrn Stanze, wo wir eben 200 durchcharakterisierte Patienten hatten und konnten dann auch sehr schnell Patienten identifizieren, die ein hohes Risiko für einen Rapid Progress hatten. Es war schon durchaus aufwendig für uns. Wir mussten mitten im Corona-Lockdown in Paris, und ich kann Ihnen sagen, der ist ungleich strenger als in Deutschland,
mussten wir 2 Tage verbringen. Jeder Operateur aus ganz Europa, der daran teilnimmt, muss 2 lebende Schweine erfolgreich operieren. Hier ist Yannick Lemaire, ja, bienvenue Yannick. Und hier ist Ralf Hornig, der klinische Leiter von Pixium. Beide sind hier heute anwesend. Und so sah das Ganze aus. Großer Bahnhof, das Fernsehen war auch noch mit dabei, aber das tut erstmal nichts zur Sache. Was ich Ihnen aber gerne zeige, ist, wie die Operation verläuft. Also, wir machen eine subretinale Abhebung, das ist ja noch ganz einfach, mit einer 41-Gauge-Kanüle außerhalb der Atrophiezone. Denn Sie müssen leider scharf präparieren. Das ist wirklich vernarbtes Gewebe, das war mir gar nicht so klar. Sie müssen da eine Dreiviertelstunde wirklich das runterkratzen, die Netzhaut, die ist fibrotisch verwachsen mit der bruchschen Membran. Also das ist schon eine sehr mechanische Arbeit und dann wird dieser vorgeladene Chip wird unter die Netzhaut geschoben und man muss es beidhändig, also bimanuell machen, weil in dem Augenblick, bevor Sie den Injektor zurückschieben, müssen Sie es mit PFCL stabilisieren, sonst fliegt der raus und wenn der einmal im Glaskörper fliegt, der ist so leicht, der fällt gar nicht auf die Netzhaut, der wirbelt rum durch den Infusionsdruck. Also Sie müssen es eben drunter kriegen und da liegt der und anschließend müssen Sie diesen Chip dann auch an die richtige Position noch buxieren, so nah an die Fovea wie möglich. Ich zeige Ihnen kurz die beiden Patienten. Wir haben jetzt beide schon ihre Ölablassung hinter sich. Die Ergebnisse 1 Monat und 3 Monate. Hier liegt der Chip völlig problemfrei, keine PVR. Die Retinotomie muss nicht gelasert werden. Alles stabil, auch nach der Ölablassung. Patient 2, 10 Jahre jünger als Patientin 1, heilt ebenfalls sehr schön. Hier ist die Retinotomiestelle in der Mitte, diese kleine Blutfahne, die dann nach 3 Monaten weg ist. Und der Chip liegt perfekt direkt parafoveal. Wir dürfen nicht in einer laufenden Studie eigene Ergebnisse zeigen im Sinne von numerischen Ergebnissen. Aber macht auch nichts, wir haben eh viel bessere langfristige Ergebnisse von Yannick Lemaire, schon 2 Jahresdaten. Und hier ist ein Patient, der rote Pfeil zeigt, was dieser Patient lesen kann. Alle 5 kann er tatsächlich erkennen, das ist wirklich schon eine Menge. Ich zeige Ihnen auch, was das Problem ist. Ja, hier soll der Patient Poisson lesen, also Fisch. Und er tut es auch, aber es wird hier eingeblendet, was der Patient eigentlich sieht. Der hat eine 2-fache Zoom-Funktion. Er kann ja ranzoomen über seinen Taschencomputer und er liest die Buchstaben einzeln. Sie sehen es, PO kann er lesen. Ja, dann kommt irgendwann noch das S dazu. Ich gehe noch mal ein bisschen vor. So, und dann 2S, O. Also eine richtige Lesegeschwindigkeit würde ich da jetzt noch nicht sagen und das wird auch ein zentraler Diskussionspunkt sein, was wir erkennen können. Wie gesagt, diese Videos, das sind jetzt eigene Videos von unserem Rehab-Team in unserem klinischen Studienzentrum in Sulzbach, was der Patient sehen kann. Ich darf das nicht in LogMAR und so angeben, aber machen Sie sich selbst ein Bild, ja, da links ist die Größe der Buchstaben zu sehen und er kann tatsächlich Buchstaben eben positiv erkennen. Das ist schon etwas sehr Freudvolles. Ne? Der beste Visus, der bisher erreicht worden ist, ist immerhin 0,32, allerdings mit maximaler Zoom-Funktion, da sehen Sie die Buchstaben einzeln. Ohne Zoom, wenn Sie draußen rumlaufen, da haben Sie 4% Sehkraft, 0,04. Theoretisch ist 0,05 erreichbar. Wir sind aber auch noch lange nicht am Ende, denn wir sind jetzt gerade bei 378 Pixel. Es ist jetzt schon in der Entwicklung 1500 Pixel und technisch ist auch ohne weiteres ein 40.000 Pixel Implantat mit 10 μ Pixel Größen erreichbar und damit wird auch sowohl ein besseres Gesichtsfeld als auch ein besserer Visus erreichbar sein. Ich bedanke mich, wenn Sie Patienten haben, wo Sie meinen, dass Sie vielleicht geeignet sind, aber Sie haben es jetzt nicht auf dem Mikrometer ausgemessen. Schicken Sie die zum Screening. Wir können Ihnen anschließend sagen, ob die aufgenommen werden können, beobachtet werden können. Und das ist der Teil zu Pixium. Ganz herzlichen Dank.
So, dann würden wir auch gleich weitermachen. Ich weiß gar nicht auswendig, wie es weitergeht. Weiß das jemand? Sorry. Dr. V wäre jetzt dran. Ja. V wäre der nächste Sprecher. Der ist schon auch schon in den Startblöcken. Ja. Ist ja herzlich auch willkommen, Herr V. Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht gerade Mitternacht. Aber ich glaube, es ist vormittags. Gell? Genau, vormittags in den USA. Sehr geehrter Professor Schumann, vielen Dank für die nette Einladung, liebe Kollegen und Kolleginnen. Bei mir geht es heute um das Thema Pro-Medikamente. Nochmal ganz kurz zu den allerwichtigsten Grundlagen. Es wird ja schon kurz über die Risikofaktoren gesprochen. Wie Sie alle wissen, ist natürlich Genotyp, Rauchen und Ernährung die drei etablierten Risikofaktoren neben dem Alter, was ja im Namen der Erkrankung steckt. Und dann gibt es noch eine ganze weitere Reihe an Risikofaktoren, wo allerdings die Kausalität noch nicht ganz klar ist. Gleich vorweg, warum ist der Genotyp so interessant? Und zwar, wenn man sich die Odds Ratio, also das Risiko anschaut, hier immer stratifiziert nach gesundem Lebensstil, mäßiger Lebensstil und schlechter Lebensstil, dann sieht man, dass man innerhalb von jeder genetischen Kategorie kann man durch schlechten Lebensstil sein Risiko ungefähr verdreifachen. Was man aber auch sieht, wenn man in der High Genetic Risk Group ist, dann hat man insgesamt ein 10-fach höhere Odds Ratio, eine späte AMD zu entwickeln. Und dann hilft auch der gesunde Lebensstil in dem Moment nicht mehr viel. Also selbst jemand, der mit dem idealen Lebensstil lebt, aber ein High-Risk-Profil vom Genotyp her hat, steht am Ende deutlich schlechter, was das Gesamtrisiko angeht, als jemand, der beispielsweise einen schlechten Lebensstil hat, aber dafür nur ein mäßiges genetisches Risiko. Wenn man sich dann die Genetik nochmal genau anschaut, dann sieht man, das ist ganz typisch für häufige Erkrankungen. Hier sehen Sie auf der X-Achse aufgetragen, wie häufig das Gen ist, auf der Y-Achse, wie sehr das Gen mit Risiko assoziiert ist. Dann sehen Sie, es gibt einzelne Gene, die sind extrem selten, machen aber ein extrem hohes Risiko und das sind alles Komplementgene. Und dann auf der anderen Seite sehen Sie, es gibt Gene, die sind relativ häufig, die machen aber im Risiko relativ wenig, sonst wären sie ja einfach im Rahmen der Evolution irgendwann aussortiert worden. Bei der AMD gibt es allerdings die Besonderheit, dass es zwei Gene gibt, die hier aus der Reihe fallen und da ganz wichtig das CFH-Gen, was immerhin ein beachtliches Risiko für eine AMD oder für eine späte AMD macht, aber extrem häufig in der Bevölkerung ist. Das heißt, Sie haben Komplementgene, die sind extrem häufig, die Risiko verursachen und dann haben Sie noch viele einzelne seltene Gene, auch alle im Komplementbereich, die auch das Risiko nach oben treiben und deswegen natürlich als Therapietarget interessant sind. Nochmal das Wichtigste zur Pathologie der AMD. Man denkt ja immer an eine altersbedingte Krankheit. Wichtig zu wissen ist aber, wir wissen von jungen Spenderaugen, dass wenn man das entsprechende genetische Risiko hat, dann beginnt die altersabhängige Makuladegeneration bereits im 5. Lebensjahr. Als Augenarzt, wenn man ins Auge schaut, sieht man natürlich noch nichts davon, aber in der Choriokapillaris unter der Bruchmembran zeigen sich schon die ersten Anzeichen einer komplementvermittelten Entzündung. Die Entzündung nimmt immer weiter zu und dann ab dem 60. Lebensjahr kann man dann zum Beispiel mit Oil Red O nachweisen, dass sich in der Bruchmembran überall Lipide eingelagert haben, die Permeabilität reduziert. Später kommt es dann zum Absterben von Stäbchenfotorezeptoren. Auch hier sieht der Augenarzt noch nichts, aber jetzt kann man mit Dunkelsehtests hier schon erste Veränderungen nachweisen. Und dann kommen die ganzen typischen klassischen Zeichen wie Drusen, Pigmentveränderung und eben die Entstehung von Photorezeptoratrophie. Aber es gibt eben diese enorme Vorlaufzeit und die ist vor allem Komplement vermittelt. Im Komplementsystem gibt es immer diese komplizierten Abbildungen. Da macht es auch relativ wenig Sinn, sich die irgendwie auswendig zu merken. Als Augenarzt muss man im Großen und Ganzen drei Dinge wissen. Zum einen die AMD ist vor allem über den alternativen Pathway, also über diesen Aktivierungsweg angesteuert. Hier nimmt Komplementfaktor B eine zentrale Rolle ein, der sich inhibieren lässt. Dann Komplementfaktor 3, C3 ist praktisch das zentrale Eiweiß in dem ganzen Komplementpathway, mit dem man auch alle Endstrecken, die dann zur eigentlichen Entzündung führen, verhindern kann. Und dann gibt es noch Komplementfaktor 5.
der ist für eine bestimmte Endstrecke zuständig. Also zusammengefasst Komplementfaktor 3, damit kann man mehr oder weniger das komplette Komplementsystem ausschalten. Mit CFB kann man den alternativen Pathway ausschalten und dann mit Komplementfaktor 5 kann man eine bestimmte Endstrecke deaktivieren. Die geografische Atrophie, wie eben schon angesprochen, nimmt über die Zeit an Größe zu. Anfangs ist häufig die Fovea noch ausgespart, die Sehschärfe sehr gut. Mit der Zeit wird dann die Fovea immer atropher und die Sehschärfe fällt ab. Die Progressionsraten liegen typischerweise zwischen 1 und 2 Quadratmillimetern pro Jahr, in manchen Patienten aber auch bis zu 3 Quadratmillimeter pro Jahr. Und was wichtig ist, die Erkrankung geht mit einer reduzierten Lebensqualität einher und einem reduzierten Lesevisus. Und dieser Effekt, der ist nicht nur am Anfang sehbar, also es ist kein binärer Effekt, wo einfach nur die Lebensqualität abfällt, wenn die Fovea betroffen ist, sondern man kann auch in Patienten, die schon relativ große Atrophie haben, nachweisen, dass die sehbezogene Lebensqualität auch später immer weiter abnimmt. Also es gibt in dem Sinn auch nicht unbedingt ein zu spät, was die Therapie angeht, weil Patienten, wenn man tatsächlich diese ausführlichen Fragebögen macht, zunehmende Beschwerden haben, auch wenn es erstmal nicht mehr so augenscheinlich ist. An Medikamenten ist der Kandidat, der wahrscheinlich am ehesten den Sprung zur Zulassung jetzt am schnellsten schafft, APL2 von Apelles. Es ist ein Inhibitor von C3. Das ist dieses zentrale Eiweiß im Komplementsystem, mit dem man im Prinzip das komplette Komplementsystem stoppen kann. In mehreren Studien, hier sehen Sie jeweils grau den Placeboarm, und dann farbig markiert eben das Medikament monatlich oder zweimonatlich gegeben, konnte gezeigt werden in der FILLY-Studie, der Phase-2-Studie, dass es die Progression um fast 30% abnimmt. In der Phase-3-Studie dann OAKS um 22% und in der Geschwisterstudie, der Derby-Studie um 12%. Allerdings war hier der Effekt statistisch nicht signifikant. Trotzdem ist es so, dass die Firma jetzt die Einreichung zur Zulassung anstrebt in den kommenden Monaten bei der FDA. Was mir vorher auch nicht bewusst war, was aber jetzt in dem Fall deutlich geworden ist, die FDA, die differenziert nicht zwischen Phasen. Also für die FDA-Zulassung ist es wichtig, dass man 2 Studien hat, die einen statistisch signifikanten Effekt zeigen, also langsamere Atrophieprogression. Und das ist ja hier in der Phase-2-Studie erfolgt, sowie in der einen Phase-3-Studie. Und die dritte Studie, die zeigt ja auch in die gleiche Richtung, auch wenn in der dritten Studie die Effektgröße etwas geringer war. Das andere Medikament, was ähnlich weit in der Entwicklung ist, ist Simura von Iveric Bio. Das ist ein Inhibitor von C5. Das ist, wie gesagt, kein zentrales Eiweiß in der Komplementkaskade, sondern nur eine von den Endstrecken. Und in der Phase 2 Studie, der GATHER1-Studie, war der Effekt ähnlich, also auch Atrophieprogression um fast 30% abgenommen. Allerdings, und das muss man einschränkend dazu sagen, gibt es bei der Studie Fragezeichen. Der primäre Endpunkt, der in der Publikation angegeben wurde, entspricht nicht dem vorher angemeldeten Endpunkt. Der statistische Analyseplan wurde nicht veröffentlicht, wie das normalerweise üblich ist. Und die P-Werte und die angegebenen Standard Errors, also das Maß für Streuung, die passen in der Studie nicht zusammen. Ich persönlich hatte da auch ein Letter to the Editor an das Journal geschrieben. Es gibt auch da eine Antwort von Seiten der Firma dazu. Das Ganze ist öffentlich einsehbar. Da gibt es aber nach wie vor noch große ungeklärte Fragezeichen. Neben diesen 2 Komplementinhibitoren gibt es noch weitere Medikamente, die in der Pipeline stehen. Zum einen ist das ein kardiolipinbindendes Peptid von Stealth Biotherapeutics. Das soll Mitochondrien stabilisieren. Hier sehen Sie ein Beispiel von normalen Mitochondrien. Hier Mitochondrien, die oxidativem Stress ausgesetzt wurden. Und hier mit dem Medikament und oxidativem Stress, da sieht man, dass die Struktur dann doch wieder eher dem Normalen entspricht und nicht ganz so verwaschen ist. Hier gibt es auch eine erste Phase 1 Studie, allerdings wurde die Studie ohne Kontrollgruppe gemacht. In der Phase-1-Studie wurde sogar eine Visusverbesserung erzielt bei Patienten mit intermediärer AMD und geografischer Atrophie, aber ohne Kontrollgruppe ist es natürlich schwer einzuordnen, wie viel davon Placebo-Effekt ist. Außerdem gibt es noch von vielen anderen Firmen Medikamenten wie ON11-1204 von ON11 Therapeutics, was gerade eine Phase-1-Studie durchläuft und dann auch von Roche
noch zwei weitere Medikamente. Vielleicht nochmal ganz kurz, warum könnte es sein, dass das Ganze vielleicht doch nicht so gut funktioniert, wie man sich erwünscht? Die Frage ist, ob wir das richtige Zeitfenster abpassen. Hier jetzt zum Beispiel aus dem Saarland mit dem Schwenkergrill. Ein Grillverbot kann natürlich immer Waldbrände verhindern. Allerdings, und das ist jedem klar, wenn ein Waldbrand bereits entstanden ist, dann hilft in dem Moment das Grillverbot auch nicht mehr. Und so ähnlich ist es eigentlich mit geografischer Atrophie, denn es gibt einen klaren Nachweis, dass diese ganzen Komplementgene mit dem Risiko für eine geografische Atrophie einhergehen. Allerdings gibt es keinen Nachweis, dass die Komplementgene mit einer schnelleren Progressionsrate, wenn die Atrophie schon da ist, assoziiert sind. Deswegen ist das ganz große Fragezeichen, ist es denn überhaupt das richtige Zeitfenster, was wir im Moment adressieren, oder müssten wir nicht noch früher therapieren? Und das andere, was auch noch so ein Hindernis ist, wir schauen uns natürlich immer absolute Atrophie an im Rahmen von den Bereichen mit retinaler Pigmentepithelatrophie, die wir als geografische Atrophie bezeichnen. Aber wenn man sich Augen mit AMD anschaut, dann gibt es auch so eine viel größere Widespread-Komponente. Hier sieht man zum Beispiel, wie das Outer Nuclear Layer, da wo die Photorezeptoren liegen, zusammenschmilzt. Das kann man jetzt natürlich auch mit Deep Learning-basierter Segmentierung darstellen. Da gibt es eben Patienten, da ist die Photorezeptoratrophie nur dort, wo die geografische Atrophie ist. Und andere Patienten, da ist es viel weitläufiger. Und das ist auch die Frage, wenn man jetzt diese geografische Atrophie verlangsamt, was passiert mit dieser weitläufigeren panretinalen Photorezeptoratrophie? Behandeln wir die auch mit oder nicht? Zusammenfassend, zwei komplementbasierte Therapieansätze sind derzeit in Phase 3 Erprobung. Eine davon wird jetzt demnächst zur Zulassung bei der FDA eingereicht, und zwar von Apelles, die andere von Iveric Bio, da kommen die Phase 3 Ergebnisse final in der zweiten Hälfte dieses Jahres. Die Zulassung von dem Apelles Medikament ist sehr wahrscheinlich und viele weitere Medikamente sind im Kommen. Vielen Dank. Ja, lieber Herr V., sehr schöner Vortrag, wirklich. Ich habe viel gelernt und dadurch, dass Sie es so gut gemacht haben, bleiben zu Recht dem Thema geschuldet noch mehr Fragen jetzt offen als vor dem Vortrag. Sie haben ja auch schon die Probleme adressiert, das werden wir auch gleich diskutieren. Und jetzt würden wir gleich weitermachen mit Herrn Stanzel aus unserer Klinik, der eine Lanze für IPS-abgeleitete Stammzellen zur Behandlung der geografischen Atrophie brechen will. Ja, vielen Dank, Peter, lieber Professor Schurmann. Auch nochmal herzliche Gratulation an Herrn Pfau für diesen wirklich schönen, eindrucksvollen, auch zum Teil kontrovers diskutierten Vortrag, genauso wie wir das haben wollten. Ich werde mal meinen Bildschirm teilen. Sehr schön. Ich begrüße Sie alle recht herzlich und sind sehr erfreut, dass wir tatsächlich 1200 Teilnehmer offensichtlich online haben. Stammzellen oder aus Stammzellen abgeleitete Medikamente werden so als Wunderheilmittel immer wieder betrachtet. Und was ist hier die Rationale, sollte man sich vielleicht auch fragen. Und man weiß aus histologischen Arbeiten, und hier sehen Sie ein sehr überfrachtetes Slide mit vielen verschiedenen histologischen Bildern. Hier ein Normalbild übrigens oben links mit sogenannten aktivierten retinalen Pigmentepithel. Und das ist eben einer der Rationalen, dass das retinale Pigmentepithel im Rahmen der AMD eine Phänotypänderung durchläuft. Und diese phänotypische Änderung geht natürlich mit verschiedenen Änderungen seiner Funktion einher und führt letztlich auch, und das hat Frau Curcio über Jahre hinweg sehr gut gezeigt, eben zu einer Progression hin zu einer trockenen Spätform einer altersabhängigen Makrodegeneration, also in einer geografischen Atrophie. Hier links im Bild sehen Sie so eine sogenannte naszente geografische Atrophie in der OCT und das Korrelat dazu in der Histologie, wo eben die äußere nukleäre Schicht, die hier noch rudimentär vorhanden ist, dann hier komplett verschwunden ist und gleichsam damit auch das retinale Pigmentepithel. Sie können diese aktivierten retinalen Pigmentepithelzellen wahrscheinlich auch sehr gut in der sogenannten Fundus-Autofluoreszenz
sehen. Das sind zum Teil diese hyperautofluoreszenten Areale. Je mehr von denen, desto mehr auch dort phänotypisch veränderte retinale Pigmente, Epithelzellen. Und das heißt, wenn Sie diese kaputten Zellen mit einem Zelltherapeutikum ersetzen, haben Sie möglicherweise eine ursächliche Therapie, könnte man meinen. Allerdings muss man hier auch differenzieren, und Herr Pfau ist darauf kurz auch schon eingegangen. Es gibt nebst der Atrophie des retinalen Pigmentebilds auch eine Atrophie der äußeren nukleären Schicht, ohne dass das retinale Pigmentebild dort verschwunden sein muss. Und hier spricht man von einer isolierten äußeren Netzhautatrophie, einer ORA. Und die Frage ist tatsächlich, ob bei einer ORA begonnene Atrophie ein RPE-Ersatz überhaupt sinnvoll ist. Nun, wenn Sie jetzt ein Zelltherapeutikum herstellen wollen, dann machen Sie das aus pluripotenten Stammzellen. Davon gibt es ganz grob gesehen eigentlich nur zwei, nämlich jene, die aus embryonalen Stammzellen hergestellt werden. Hierzu hat man eigentlich schon bereits vor über 15 Jahren sehr gute Protokolle entwickelt über sogenannte spontane Differenzierung. Hat man tatsächlich als Nebenprodukt immer wieder pigmentierte Areale in diesen Kulturen gesehen. Das waren tatsächlich retinale Pigmentezellen. Und einige Jahre später kam dann die sogenannte induzierte pluripotente Stammzelle heraus, von Herrn Yamanaka, der auch den Nobelpreis dafür erhalten. Und genauso wie Sie embryonale Stammzellen in Richtung Netzhautzellen differenzieren können, können Sie das eben auch mit den sogenannten IPS-Zellen. Und diese retinalen Pigmentepithelzellen, wenn Sie diese dann auch biotechnologisch korrekt verarbeiten, in ein sogenanntes Advanced Therapy Medicinal Product, das ist eine spezielle Richtlinie der EMEA, dann können Sie zumindest nach EMEA dieses Therapeutikum in einen Patienten implantieren. Europa hat allerdings in diesem Zusammenhang wahrscheinlich die ziemlich kompliziertesten Zulassungsvoraussetzungen im Vergleich jetzt USA oder Japan. Ich will Ihnen im Weiteren jetzt einige Beispiele für RPE-Zelltherapeutika zeigen. Tatsächlich ist die Erfahrung mit so einem Zelltherapeutikum seit über 30 Jahren da, begonnen mit Herrn Peimann aus Louisiana und vielen weiteren, und seit etwa 2012, also schon fast seit 10 Jahren, haben wir eigentlich die ersten Stammzelltherapeutika im Patienten drin. Sie sehen 2012 die erste Publikation, 2011 kam die Pressemeldung dazu, und wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Susanne Binder hatte hierzu das sind jetzt 20 Jahre alte Bilder, einfach eine Suspension von Zellen aus der Peripherie abgekratzt und diese dann, wie Sie hier sehen, mit so einer speziellen Kanüle, und diese dann nach Extraktion einer choroidalen Nervaskulationsmembran unter die Makula initiiert. Im Grunde ein sehr einfaches Verfahren, aber hier hat sich dann im Verlauf dann auch gezeigt, dass offensichtlich das Substrat, wo diese Pigmentepithelzellen draufgesetzt werden, möglicherweise eine direkte Transplantation von einer Zellsuspension überhaupt nicht ermöglicht. Mit anderen Worten, dass die Zellen dort vielleicht gar nicht richtig anwachsen können. Hier sehen Sie jetzt die Injektion, die dann am Schluss mit einer Luftblase als abgeschlossen signalisiert wurde, hier nochmal auch in einem etwas mehr plastischen Darstellung. Da sehen Sie auch, wie sich so eine Suspension auch verteilt. Andererseits, und das hat Herr Schurmann auch schon kurz erwähnt, Sie können auch einen gesamten RPE-Aderhaut-Patch, also so ein gesamtes Monolayer, so ein Blöckchen transplantieren. Wenn bei einem Patienten, der eine neovaskuläre AMD hatte, bei einer Pigmentepithelabhebung diese Pigmentepithelabhebung aufgrund von VEGF-Therapie einreißt und dann die Fovea, wie hier unten gezeigt, exponiert oder wie hier in der blauen Autofluoreszenz, dann können Sie eben einen Aderhautpatch implantieren, weil Sie auch im Prinzip eine gesunde Netzhaut noch drüber haben. Und im Grunde, wenn Sie den natürlichen Verlauf bei einer Fovea-exponierten RPE-Rep so belassen, dann wird diese Netzhaut natürlich in die Atrophie gehen, sodass das hier durchaus eine rationale ist und letztlich auch Proof of Concept, dass der Ersatz des retinalen Pigmentepithels bei Funktionsverlust des retinalen Pigmentepithels tatsächlich kurativ sein kann. Und hier dieses Beispiel zeigt eben einen Patienten mit einem Visus von 0,5.
So. Vor 10 Jahren kamen die ersten Suspensionsimplantationen von embryonalen Stammzellen abgeleiteten RPE-Zellen. Wenn Sie schauen, hier sehen Sie so pigmentierte Bereiche im Randbereich der Atrophie. Warum ist das so? Die Atrophie kriegt man nicht gut abgelöst, hat der Herr Schurmann auch schon erwähnt. Und hier wurden in der Sicherheitsstudie zumindest die Daten geliefert, die auf Sicherheit dieser Implantationsform und auch vermutlich auch auf die RPE-Zellen aus den embryonalen Stammzellen hinweisen, weil hier auch weiterfolgende Versuche mit embryonalen Stammzellen dann auch gemacht wurden. Dazu komme ich gleich, will aber gleich erwähnen chronologisch, dass in Japan 2 Jahre später von einer Patientin mit einer AMD induzierte pluripotente Stammzellen generiert wurden, die dann wieder zu RPE-Zellen umgewandelt wurden und bei einer neovaskulären AMD, also bei einer polypoidalen choroidalen Vaskulopathie implantiert wurden. Auch hier sehr gutes Sicherheitsprofil, auch in den 3-Jahres-Daten, sodass man hier auch von dem Proof of Concept ausgehen kann, dass eben hier die Patienten so eine Prozedur und letztlich ex vivo Vermehrung von Zellen tolerieren. Nun, das am weitesten fortgeschrittene Projekt ist letztlich das California Institute of Regenerative Medicine. Hier sehen Sie die relativ komplexe Chirurgie, die dazu erforderlich ist, da auch eben die Abhebung der Aderhaut. Und man muss sich ja auch fragen, ist es wirklich sinnvoll, in die geografische Atrophie, die ja im Grunde schon eine atrophe Netzhaut ohne Photorezeptoren per Definition hat, noch so ein Patch reinzuschieben. Und die Antwort ist letztlich offensichtlich ja, bei einem Teil der Patienten, weil hier sind 6-Monats-Daten von 5 Patienten und hier konnte bei einem Patienten gezeigt werden, dass der präoperativ in der Mikroperimetrie keine Fixation hatte, dann nach 6 Monaten eine Fixationswolke auf dem Transplantat im Zentrum der Atrophie gezeigt hat. Gleichsam muss man auch sagen, und die Kollegen aus Los Angeles haben hier auch jetzt 1-Jahres-Daten vorgelegt von 16 Patienten. Da zeigt sich zumindest bei einem hier ein Implantat, das zunächst einmal wahrscheinlich einen normal homogen pigmentierten Pigmentepithelrasen implantiert bekommen hat, das in dort, wo die Atrophie war. Vergleichen Sie diese beiden Bilder. Jetzt so ein, was man als mottled RPE bezeichnet, so ein Ausdruck von Entzündung, sich darstellt. Und wenn man das eben auch korreliert mit der OCT, ist in dem Bereich ein nackter Zellträger. Und in dem Bereich, wo noch das Implantat intakt ist, ist eben auch eine intakte Netzhautstruktur, genauso auch im Bereich, wo keine Atrophie war, ist letztlich die Netzhautstruktur von dem Transplantat unterstützt. Letztens möchte ich auch vielleicht mit dem gewissen Mythos aufräumen, dass wenn man ein RPE-Zelltherapeutikum, gesunde RPE-Zellen, einfach so unter die Netzhaut spritzt im Rahmen einer choroidalen Neovaskulation, dann werden die schon dort aufgrund dieses Konzepts, eine gesunde Zelle wird doch das subretinale Milieu wieder in Ordnung bringen, aufräumen. Hier sehen Sie einige Patienten, die bei einer polypoidalen choroidalen Vaskulopathie behandelt wurden. Und hier ist es offensichtlich schon so, das waren 5 Patienten, dass die meisten im Rahmen ihrer auch fortlaufenden VEGF-Therapie de facto fast keine Änderung ihrer VEGF-Frequenz hatten. Einige hatten sogar eine neu aufkommende Polypen, die sich nach der Implantation gezeigt haben. Und das war letztlich bislang bei allen Suspensionstransplantationsstudien so, dass sich eine epiretinale Membran gebildet hat und diese musste zumindest bei diesen Patienten gepielt werden, wonach dann sich die Netzhautstruktur wieder normalisiert hatte. Gut, hier noch kurz einige eigene Daten zu Primaten Proof-of-Concept-Studien, die wir mitgemacht hatten. Zunächst einmal hier die Implantationstechnik im Primaten. Hier wurden jeweils embryonale Stammzellen, abgeleitete humane RPE-Zellen, also in einem Xenotransplantationsmodell, als auch humane RPE-Stammzellen implantiert. Die Fovea wurde abgehoben, dann wurde das retinale Pigmentepithel des Affen entfernt, damit auf die RPE-Wunde das Implantat, wie Sie hier sehen, mit dem Shooter hinein
implantiert werden kann. Und anschließend wurde die Netzhaut angelegt, genauso wie das auch beim Pixium gemacht wird, vermittelt mit PFC und subretinaler Flüssigkeitsdrainage. Dazu konnten wir eben zeigen, dass das Zellen aus RPE-Stammzellen, also aus adulten RPE-Stammzellen, subretinal 3 Monate lang korreliert werden. Hier sind alle Affen, die hier operiert wurden, aufgezeigt. Genauso auch in der Studie, wo wir embryonale Stammzellen, abgeleitete humane RPE-Zellen submakulär implantiert haben. Auch hier eine Toleranz 4 Wochen gezeigt worden in jeweils immunsupprimierten Affen. Insgesamt wurden hier bis zu 20 Primaten operiert. Letztlich möchte ich noch kurz darauf hin erwähnen, dass wir mit einem speziellen Laser eine RPE-Ablation geschafft haben, die selektiv nur das retinale Pigmentepithel abträgt, wie Sie hier in der späten Fluoreszinangiografie und auch ICG sehen. Das war ein mikropulsbasierter Prototyp-Laser und allerdings zeigte sich eben in der keine Koagulation der Netzhaut oder Aderhaut. Und wenn Sie dann in diesen Laserwunden dann auch die Netzhaut abheben, zeigt sich hier einen kleinen Moment, ich muss das mal einstellen. Gut, jetzt läuft das Video auch. Da sehen Sie, dass im Unterschied zur Kontrolle, wo sich die Netzhaut sehr kreisrund abhebt, eben bei einer Laserläsion, die Abhebung der Netzhaut sehr gesteuert im Bereich der Laserläsion passiert. Ich versuche nochmal das Video hier laufen zu lassen. Das funktioniert jetzt leider nicht, aber gut, auf jeden Fall, wenn Sie in diese Laserwunde RPE-Zellen implantieren, dann sehen Sie, dass die Netzhaut hier bereits nach 5 Tagen komplett anliegt. Allerdings, wenn Sie eine Suspension auf eine normale Netzhaut implantieren, dann zeigen sich hier noch ein Schremmmaterial, wahrscheinlich die Zellen, die subretinal sind, die hier offensichtlich noch in eine Integration in die Bruchmembran bedürfen. In der Langzeitverlauf sehen wir unterschiedliche Verläufe, wo einerseits wir eine Atrophie der äußeren Netzhaut im Bereich der Implantation sehen und die auch vorher Laser abgetragen war, oder eben Verläufe, wo die Netzhaut komplett intakt scheint, trotz 3-monatigen Verlauf. Damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ja, ganz herzlichen Dank, Boris. Eine tolle Zukunftsaussicht, und auch die Stammzellen werden ja seit 20 Jahren schon beworben. Aber man hat doch das Gefühl, als wenn die Therapie näher rückt. Und dann kommen wir zu einem nächsten spannenden Thema. Herr Professor Michalakis aus München berichtet über die Möglichkeiten der Gentherapie bei der geografischen Atrophie. Das basiert natürlich auch wiederum auf anderen Erkrankungen, wo schon gute Erfahrungen sind. Aber ich glaube, dass das Schöne, was die Überschrift ist, ist One and Done. Eine Spritze und dann wäre alles gut. Das ist natürlich der Anfixer, Herr Michalakis, gell? Werden Sie das denn einlösen können? Also ich persönlich nicht. Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Einladung, ganz herzlich. Ich würde vorschlagen, das Publikum macht sich am Ende seine eigene Meinung. Auf jeden Fall ist die Gentherapie, die bis vor kurzem noch Science Fiction war, tatsächlich klinische Realität. Das möchte ich Ihnen hiermit veranschaulichen. Sie sehen, dass die letzten Jahre 18 Medikamente, Gentherapeutika zugelassen wurden, indikationsübergreifend. Und eines dieser Medikamente ist tatsächlich eine Gentherapie zur Anwendung am Auge. Und wir alle kennen Luxturna. Und
der Goldstandard für die Gentherapie am Auge sind Vektoren, die auf ganz kleinen adeno-assoziierten Viren basieren. Das sind nicht pathogene Viren mit einer geringen Toxizität und geringem Immunpotenzial, ihr immunogenen Potenzial. Sie haben ein sehr kleines DNA-Genom und zeigen sehr viele positive Eigenschaften, zum Beispiel keine Integration ins Wirksgenom, trotzdem eine Langzeitexpression. Sie infizieren alle relevanten Zellen, vor allem in der Netzhaut, haben also einen breiten Tropismus. Und ganz wichtig aus biotechnologischer Sicht ist, dass wir das Genom sehr gut verstehen und leicht modifizieren können. Wir können also daraus maßgeschneiderte Arzneimittel machen, die genau das exprimieren, was wir uns wünschen. Also das habe ich hier veranschaulicht. Man hat hier das virale Genom. Es verbleibt ganz wenig von dem ursprünglichen Genom und der Platz, der frei wird, den füllen wir mit einer gezielten Genexpressionskassette, die genau das machen soll, was wir uns wünschen. Derartige Viren funktionieren dann als Pferden, die ein Gen, dieses Gen übertragen. Wie sie das machen, möchte ich Ihnen hiermit veranschaulichen. Man muss die viralen Vektoren so applizieren, dass sie quasi die Zielzellen, die Oberfläche der Zielzellen sehen. Ja? Und dann docken sie dort an Rezeptoren an, werden in Vesikeln internalisiert, wandern so dann zum Zellkern, setzen im Zellkern ihr einzelsträngiges DNA-Genom frei. Das muss durch zelleigene Mechanismen in eine doppelsträngige DNA umgewandelt werden, um transkribiert zu werden. Und natürlich, sobald die mRNA da ist, kann daraus das gewünschte Protein entstehen. Und damit verstehen Sie auch schon, dass die Vektoren so appliziert werden müssen, dass Sie die Zielzelle auch sehen. Ja? Und das bedeutet jetzt für das Auge, wenn wir jetzt die Netzhaut, bestimmte Zelltypen in der Netzhaut targetieren, das hängt auch ein bisschen von der Art des Kapsids, da kann man ein bisschen variieren, das werden Sie später noch hören, muss man die Vektoren entweder subretinal, intravitreal oder auch suprachoroidal verabreichen. Das sind jetzt die drei gängigsten, bisher etablierten Applikationstechniken. Und Sie werden sehen, Ansätze, die jetzt in der Klinik erprobt werden, machen eines davon. So, viel Erfahrung haben wir aus dem Bereich der feuchten AMD. Und das habe ich jetzt hier kurz zusammengefasst. Es gibt insgesamt 5 Programme, die es in die klinische Entwicklung geschafft haben. Keines davon ist bisher zugelassen. Es gibt aber insgesamt 8 Studien. 4 dieser Studien sind bereits abgeschlossen, 4 laufen. Und vor über 10 Jahren hat unter anderem Sanofi mit einem klinischen Programm begonnen. Da werden AAV2-Vektoren verwendet, um ein Anti-WGF-Molekül, genauer einen löslichen Rezeptor für WGF, zu exprimieren nach intravitrealer Gabe, einmaliger Gabe. Und das Projekt ist mittlerweile leider nicht mehr aktuell. Bereits 2017 wurden die ersten Daten publiziert, prinzipiell relativ gut vertragen, ein bisschen Immunantwort gab es auf den Vektor. Es gab auch einen Therapieeffekt, aber dieser war entweder zu gering beziehungsweise auch zu kurzzeitig. Ja? Ein sehr ähnlicher Ansatz wurde in Australien entwickelt und von der Firma Adverum aufgegriffen, auch der gleiche Vektor wird verwendet, eigentlich genau das gleiche Konzept, ein Anti-VGF-Rezeptorfragment nach intravitrealer Gabe wurde verabreicht. Und auch hier sehen wir leider, da gibt es auch Publikationen, der Therapieeffekt zu gering. Auch das Projekt wird nicht mehr fortgeführt, aber die Firma Adverum hat die Erfahrung genutzt, um eine nächste Generation ihrer Gentherapie zu entwickeln. Hierfür haben sie einen anderen Vektor, also ein anderes Kapsid verwendet, was einen breiteren Tropismus und eine höhere Effizienz nach intravitrealer Gabe hat. Und sie haben sich für ein anderes Gen entschieden, nämlich die DNA, die für Aflibercept, was sie bereits kennen, kodiert. Auch hier wird intravitreal verabreicht und siehe da, es kann tatsächlich der Visus stabilisiert werden. Es ist zu sehen, dass man positive Effekte auf die Morphologie, auf die Dicke der Netzhaut sieht.
Und die IVOM-Gabe ist nicht mehr so oft nötig wie vor dieser einmaligen Gentherapie. Klingt alles sehr positiv, aber leider gab es aus einer parallelen Studie von genau dem gleichen Medikament, verabreicht aber nicht bei AMD-Patienten, sondern bei Patienten mit einem diabetischen Makulaödem, vier sehr schwere Fälle von Nebenwirkungen. Es kam zu einer übermäßigen Immunantwort, der intraokuläre Druck war erhöht und einmal verlief das fatal. Also ein Patient hat an einem behandelten Auge ist erblindet. Ja. Das ist natürlich ein ziemlicher Dämpfer, auch für das parallel verlaufende AMD-Programm, obwohl dort bisher keine ähnlichen Komplikationen beobachtet wurden. Also es kann gut sein, dass es an der Pathologie, an der Pathobiologie hinter den Erkrankungen liegt. Es kann aber auch sein, dass es einfach Zufall ist, aufgrund der kleinen Fallzahl. Nun, es gibt einen ähnlichen Ansatz durch die Firma Regenex Bio. Und der verwendet jetzt wiederum einen anderen Vektor AV8 und diesmal keine intravitreale, sondern eine subretinale Gabe oder neuerdings auch suprachoroidal. Auch hier wird ein sehr ähnliches Verfahren angewendet. Es wird etwas, was ähnlich ist zum Ranibizumab, exprimiert durch diesen Vektor nach einmaliger Gabe. Und auch hier sieht man positive Effekte, die sogar über 3 Jahre anhalten. Und da könnte man sich gut vorstellen, dass das noch vorangeht und irgendwann demnächst in die Zulassung auch kommt, vielleicht nächstes Jahr. Ganz frisch, letzten Monat gestartet, ist ein neuer Ansatz einer kleinen Firma aus Kalifornien, 4D Molecular Therapeutics. Die haben wiederum ein anderes Capsid, ihr eigenes neu entwickeltes Capsid, was auch eine große Effizienz hat. Auch intravitreal und hier wird zusätzlich zu Aflibercept noch etwas, was nicht bekannt gegeben wurde, exprimiert, wahrscheinlich etwas, um ein anderes Protein down zu knocken. Sie sagen, sie adressieren 3 Pathways, die in der feuchten AMD wichtig sind. Details gibt es auch hier dazu noch nicht, natürlich, weil nichts publiziert ist. Also da müsste man also warten und schauen, was dabei rauskommt. Das Ziel ist hier illustriert, natürlich diese vielen IVOMs unnötig zu machen durch eine Einmalgabe dieser derartiger Gentherapien. Aber ganz wichtig, in den Zulassungsstudien muss natürlich ein Vorteil gegenüber der Standardtherapie, die ja sehr gut wirkt, gezeigt werden. Also da müssen wir abwarten. So, aber nun zum eigentlichen Thema von heute, nämlich der trockenen AMD. Also was gibt es da? Da muss ich Ihnen leider sagen, sind wir noch nicht so weit. Ja? Also dieses Bild kennen Sie und das illustriert, das haben Sie heute schon gesehen, das illustriert letztendlich die Pathways oder den Pathway, wo man eingreift in der trockenen AMD. Und hier eingekreist rot habe ich quasi 2 Moleküle, die verwendet werden, um auf eine positive Art und Weise in diese Komplementkaskade, in diesen Teil, der, wie wir gehört haben, am wichtigsten ist für die Pathologie, einzugreifen. Entweder hier, um globaler anzusetzen, oder hier unten, um einen wichtigen Pathway hier am Ende zu blockieren. So, das sind die 2 Programme, die hier laufen. Insgesamt 7 Studien, 2 abgeschlossen, beziehungsweise eine davon nicht aktiv. Die wird vielleicht noch Patienten einschließen und dann 5 aktuell laufende Studien. Das erste Programm basiert auf, beide Programme basieren auf AV2. Das erste Programm verwendet AV2, um nach intravitrealer Gabe ein lösliches CD59-Protein zu exprimieren. Das wurde entwickelt durch die Firma Hemera Biosciences, die seit Ende 2020 von Janssen Pharmaceutics, also Johnson & Johnson, aufgekauft wurde. Und der zweite Ansatz ist durch die kleine englische Biotech-Firma Gyroscope entwickelt worden. Da wird der Vektor verwendet, um nach subretinaler Gabe den Komplementfaktor 1 zu überexprimieren. Auch Gyroscope war wohl attraktiv genug, denn vor nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Wochen, wurde bekannt, dass Novartis Gyroscope aufgekauft hat. So, jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also das erste Projekt der Firma Hemera
befindet sich in der Phase 1. Zu einer Studie sind Details bekannt, lief von 2017 bis 2019, ist allerdings noch nicht publiziert in einem Peer-Reviewed Journal. In einer multizentrischen Open-Label-randomisierten Studie wurden insgesamt 17 Patienten mit geografischer Atrophie eingeschlossen. Es wurden 3 Dosen in diesem Bereich hier appliziert. Man spricht immer von Vektorgenomen, kurz VG, pro Auge, also bis zu 10 hoch 12 derartige Vektorgenome, was eine sehr hohe Dosis ist. Und der Vektor mit diesem Namen hier exprimiert das lösliche SCD59-Protein, und zwar nach Gabe mit diesem AV2-Kapsid nur in Zellen der inneren Netzhaut, und wird dann freigesetzt und soll diesen Membrane-Attack-Komplex inhibieren. Also der Wirkmechanismus genauer, da wird quasi die Rekrutierung von C9 an den C5B-C8-Komplex gehemmt. Das, was bisher in Tagungen publiziert wurde oder vorgetragen wurde, ist, dass es allgemein gut vertragen wurde, diese Gentherapie. Nur 3 von 17 Probanden entwickelten eine leichte Vitritis, die entweder spontan oder durch medikamentöse Gabe von Steroiden zurückging. Die höchste Dosis führte tatsächlich zu einer 23-prozentigen Reduktion der Entwicklung einer geografischen Atrophie. Und keines der behandelten Augen entwickelte sich zur feuchten AMD während dieses 18-monatigen Beobachtungszeitraums, was vielversprechend ist, aber nochmal, das ist bisher noch nicht in einem Peer-Reviewed Journal publiziert. So, das zweite Programm hat insgesamt 5 Studien, also diese 3 Hauptstudien und 2 Nachverfolgungsstudien, Langzeitstudien. Die erste Studie war diese Focus-Studie, eine Phase 1-2-Studie, die 65 Patienten mit geografischer Atrophie eingeschlossen hat. Es handelt sich um eine multizentrische, Open-Label, randomisierte Studie, die aktuell noch bis Oktober läuft, seit 2018. 3 Dosisgruppen in diesen Dosierungen. Sie sehen, das ist eine kleinere Dosierung, ein Log-Unit niedriger als im anderen Programm, wahrscheinlich auch, weil subretinal appliziert wird. In der zweiten Studie, eigentlich, wie wir es vorhin gehört haben, 2 parallele Phase-2-Studien, die dann hoffentlich auch für die Zulassung verwendet werden können. Hier werden 75 bzw. 180 Patienten mit GA eingeschlossen. Und wichtig ist, in der Explore-Studie ist eine Patientengruppe nur eingeschlossen, die seltene CF1-Varianten, also Mutationen haben, die, wir wissen ja, auch die Entwicklung der GA stärker voranschreiten lassen. Auch hier eine multizentrische, aber prüfermaskierte, randomisierte Studie. Und da wird nur die niedrige und die hohe Dosis verwendet. Die Studie läuft seit Juli 2020 bis 2024. Und auch diese Studie, die Explore-Studie, Entschuldigung, der Name stimmt hier nicht, das muss ich noch aktualisieren. Die zweite größere Studie läuft bis Oktober 2023. Hier wird die mittlere und die hohe Dosisgruppe verwendet. Nun zu dem Ansatz, also AV2-CFI nennt sich eben dieser Vektor, der soll eben dieses Komplementfaktor 1 zur Expression bringen. Nach subretinaler Gabe mit diesem Vektor kann das nur im RPE passieren, und dort wird eben das produziert und dann freigegeben und soll die Kaskade verhindern, die Aktivierung der Kaskade verhindern. Was wissen wir bisher? Auch hier durch Kommunikation der Firma bzw. Vorträgen auf Tagungen wissen wir, dass es die Gentherapie allgemein gut vertragen ist. Nur milde bis mittlere Inflammation wurde beobachtet. Die höchste Dosis führte tatsächlich zu einer 146-prozentig höheren Expression von Faktor 1 im Vitreous und jeweils eine ca. 40-prozentige Reduktion von BA und C3-Abbauprodukten, was letztendlich indirekt zeigt, dass positiv auf diese Komplementkaskade eingegriffen werden konnte. Über klinische Effekte wissen wir allerdings noch nichts, weil dazu wurde noch nicht kommentiert. Auch hier warten wir natürlich gebannt auf die Publikationen im Peer-Reviewed Journals und hoffentlich dann auch
irgendwann auf eine Zulassung nach Beendigung dieser Studien. Gut, was ist das Resümee? Also One-Time-Gentherapien sind für die feuchte AMD relativ nahe. Diese haben das Potenzial, in Zukunft die Zahl der benötigten EVOMs zu reduzieren oder optimalerweise sogar komplett zu ersetzen. Die Ergebnisse von der Regenex-Bio-Studie lassen sogar hoffen in die Richtung. Allerdings die sinnvolle Risiko-Nutzen-Kalkulation ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch Teil dieser Zulassungsstudien, das zu zeigen. Ja. Die Wahl der richtigen Applikationsart, ob jetzt subretinal, intravitreal, suprachoroidal oder auch des richtigen Vektors, Sie haben gehört, dass verschiedenste Vektoren zur Anwendung kommen, scheint wohl wichtig zu sein. Ja, da sind wir natürlich gespannt zu sehen, was am Ende sich herauskristallisiert. Für die trockene AMD aktuell 2 Programme in der Klinik. Prinzipiell vorsichtiger Optimismus am fortgeschrittensten, auch durch den Einstieg jetzt der großen Pharmafirma, vielleicht der Ansatz von CF1 und soll hoffentlich irgendwann die nachhaltige Verhinderung der geografischen Atrophie ermöglichen. Damit möchte ich Ihnen danken für die Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Ja, liebe Michalakis, Sie haben völlig recht. Die Zuschauer werden sich ein Bild machen, vorwiegend zum Ende der Fortbildung. Aber was ich Ihnen schon mal sagen kann, ist, dass ich selten einen Vortrag gehört habe zur Gentherapie, der uns ja erst einmal alle überfordert, der so verständlich war und auch den Zukunftshorizont so klar mit den Vor- und Nachteilen und Limitationen benannt hat. Herzlichen Dank dafür. Wir diskutieren gleich. Und jetzt freue ich mich, dass der Professor Koramnia aus Heidelberg bei uns ist. Er berichtet nämlich über Teleskoplinsen und vergrößernde Sehhilfen. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt bereits eine jahrzehntealte etablierte Therapie, nämlich vergrößernde Sehhilfen und jetzt eben auch zur Implantation. Bevor Herr Koramnia startet, will ich noch einmal die Gelegenheit wahrnehmen, diejenigen, die sich noch nicht die App, die Zoom-App runtergeladen haben, können das jetzt noch tun. In der Einladung von Gerling war ja der Link. Das dauert nur 2 Minuten, die Installation, dass Sie nicht über den Browser teilnehmen. Denn über den Browser können Sie nicht die Simultan-Dolmetsch-Funktion in Anspruch nehmen. Das geht nur, wenn Sie über die Zoom-App arbeiten. Aber das geht wirklich ganz fix. So, ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Koramnia. Ja, vielen Dank, lieber Professor Schurmann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach all den vielen schönen Vorträgen im Netzwortbereich darf ich Sie ein paar Zentimeter weiter nach vorne in das Auge holen und darf berichten über die Teleskoplinsen und die vergrößernden Sehhilfen, die uns hier zur Verfügung stehen. Das sind die Interessenskonflikte in unserer Klinik. Sie haben in den vorangegangenen Vorträgen schön gehört, dass uns tatsächlich doch viele interessante Optionen innerhalb der nächsten Jahre erwarten. Sie haben allerdings auch gehört, dass bei vielen dieser Optionen tatsächlich eine weitere Verschlechterung oft nur verhindert werden kann und nicht zwangsläufig eine Verbesserung des Befundes bei unseren Patienten oder bei den Patienten doch eine sehr hochfrequente Therapie erforderlich ist. Auch heutzutage haben wir Patienten, die schon in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung sind. Der Visus dieser Patienten leidet massiv unter der Erkrankung und natürlich haben wir alle ein Interesse an einer schnellen Lösung für den schlechten Visus unserer Patienten. Klassischerweise können wir auf die sogenannten vergrößernden Sehhilfen zurückgreifen. Ich denke aber, alle von Ihnen stimmen tatsächlich zu, dass solche vergrößernden Sehhilfen doch alles andere als handlich im Alltag sind. Insbesondere fühlen sich die Patienten natürlich gestört, wenn es um die Lesefähigkeit geht. Mit Hilfe von sogenannten Bildschirmlesegeräten können wir unseren Patienten dort helfen. Aber wenn man sich einmal hier dieses transportable Bildschirmlesegerät anschaut, dann denke ich doch, ist eigentlich sehr einhellig zu sagen, dass das doch wirklich alles andere als wirklich praktikabel und transportabel ist. Dementsprechend gibt es natürlich immer wieder Ansätze, auch auf Ebenen von Intraokularlinsen, den Patienten einen Vergrößerungseffekt zur Verfügung zu stellen.
Das ist eine hier sogenannte HIAT-Intraokularlinse, die wir vor einigen Jahren einmal bei uns am Zentrum untersucht haben. Was der Hersteller hier gemacht hat, ist, dass er uns ein gut bekanntes multifokales Linsenmodell vorgestellt hat. Und statt einer klassischen Nahaddition von 1,5 bis 3 Dioptrien, wie wir das häufig verwenden, wurde hier eine Nahaddition von 8 Dioptrien eingebaut. Und dieser Nahteil sorgt letztendlich dafür, dass eine 2,5-fache Vergrößerung bei 30 cm Lesedistanz erzielt werden kann. Das Schöne an diesem Linsenmodell ist sicherlich, dass das nahezu einer ganz normalen Kapselsack-Intraokularlinse ähnelt. Also beim Implantieren braucht man dort keine besonderen Schulungen oder ist letztendlich keine Herausforderung vorhergestellt. Dass solche segmental-refraktiven Intraokularlinsen funktionieren, kennen wir aus dem Bereich der refraktiven Chirurgie. Wir haben solche segmental refraktiven Intraokularlinsen auch einmal an der optischen Bank untersucht und man erkennt sehr schön, dass mit solchen tatsächlich multifokalen Intraokularlinsen zwei Brennpunkte, einer im Nah- und ein anderer im Fernbereich, erzielt werden können. In einer anderen Arbeit haben wir mal segmental refraktive multifokale Intraokularlinsen an der optischen Bank miteinander verglichen. Wir haben Intraokularlinsen mit niedrigen Nahadditionen angeschaut und eben diese sogenannte HIAT-Intraokularlinse. Und was diese Arbeit gezeigt hat, ist, dass Sie sehen, dass die Linse mit einer hohen Nahaddition natürlich insbesondere im Nahbereich eine gute Sehschärfe und Abbildungsqualität ermöglichen. Die Linsen mit einer geringeren Nahaddition schneiden im Nahbereich nicht so gut ab. Dafür ist aber der Intermediärbereich bei diesen Patienten besser abgedeckt. Ja, den Hauptvorteil, hatte ich gesagt, ist die einfache Implantation. Ich darf Ihnen hier einmal einen solchen Implantationsvorgang zeigen. Sie sehen, die Linse ist im Nahbereich minimal dicker als eine klassische Plattenhaptik-Intraokularlinse und die Implantation ist dementsprechend einfach. Sie sehen, dass jetzt hier nur Viskoelastikum in den Kapselsack eingegeben wird und anschließend kann die Linse ganz normal wie eine klassische Plattenhaptik-Intraokularlinse in den Kapselsack implantiert werden. Also eine Learning Curve gilt es hier letztendlich nicht zu überwinden, wenn man über dieses Linsenmodell spricht. Genau, bei dieser Linse ist es so, dass man den Nahteil in der Regel im inferioren Bereich ausrichtet. Wir kennen die Linse aus dem refraktivchirurgischen Bereich, wo es aber auch Arbeiten gibt, wo dieses Segment anderswo platziert worden ist und die Linse scheint tatsächlich aber auch unter solchen Bedingungen dann zu funktionieren. Ja, wir haben vor einiger Zeit bei uns am Zentrum auch mit anderen Kollegen eine Multicenter-Studie zu diesem Linsenkonzept durchgeführt. Insgesamt waren da 20 Patienten mit beteiligt bei dieser Arbeit, die wir über insgesamt dann 12 Monate nachbeobachtet haben. Schauen wir uns zunächst einmal die Visus-Ergebnisse an. Zunächst einmal ist erfreulich, dass es zu einem statistisch signifikanten Verbesserung des Visus im Nahbereich gekommen ist. Sie sehen auch, im Fernbereich ist ein leichter Visusgewinn zu verzeichnen. Dieser Gewinn im Fernbereich ist allerdings geringer ausgeprägt, wobei man das nicht unbedingt als Kritik werten sollte. Das ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass die Katarakt tatsächlich bei diesen Patienten wenig visusrelevant gewesen ist. Wer die Katarakt, denn das ist ab und zu eine Kritik, wenn man solche Linsenstudien durchführt, wird ja gleichzeitig auch die Katarakt operiert und zwangsläufig könnte alleine das den Visus schon verbessern. Das würde sich allerdings aber auch dann widerspiegeln in einem besseren Fernvisus, der aber, wie gesagt, jetzt nicht deutlich besser ist als vor der Operation. Aber im Nahvisus kann, wie gesagt, ein doch statistisch signifikanter Visusgewinn erzielt werden. Wir haben die Patienten auch einmal hinsichtlich der Lesefähigkeit untersucht und hinsichtlich des Bedarfs für vergrößernde Sehhilfen. Was Sie sehen, ist, dass die bevorzugte Nahdistanz dann näher an das Auge herankommt. Man würde bei einer Nahaddition von 8 Dioptrien tatsächlich eine noch näher bevorzugte Nahdistanz erwarten, was aber sich letztendlich in dieser Arbeit nicht gezeigt hat. Was diese Daten allerdings auch schön zeigen, ist, dass wir den Patienten natürlich auch nicht falsche Hoffnungen machen
machen sollten. Es ist also längst nicht so, dass solche Sehhilfen implantiert werden und danach wieder ein exzellenter Visus in der Nähe erzielt werden kann, sondern es geht tatsächlich um eine leichte Verbesserung des Visus in einem solchen Nahbereich. Wichtig sind bei solchen vergrößernden Sehhilfen, die dann implantiert werden, natürlich immer auch die Sehqualität. Bei multifokalen Linsen im refraktiven Bereich kennen wir die Probleme von Glare und Halos. Da kann man sagen, dass das tatsächlich eher seltener ein Problem bei dieser Linse mit einer hohen Addition ist. Dafür ist wahrscheinlich verantwortlich, dass diese Nahaddition doch sehr groß ist, dass der Abstand zwischen den Nah- und Fernpunkt dann doch etwas weiter ist. Letztendlich ist es so, dass 80% der Patienten angaben, insgesamt eine gute oder eine akzeptable Sehqualität zu haben. Aber nochmal, ich möchte betonen, wenn man sich auch diese Daten hier anschaut, es geht hier nicht um die Erzielung eines exzellenten Visus in verschiedenen Bereichen, sondern um eine leichte Verbesserung der Sehschwäche. Eine andere Möglichkeit, Brillen, eine Fähigkeit des Lesens im Nahbereich zu erzielen, sind die Implantationen von sogenannten Galilei-Fernrohren. Das war eine Arbeit, wo ich mal vor längerer Zeit über ein solches Galilei-Fernrohr berichtet hatte. Das System nannte sich IOL-VIP-System. Und das Galilei-Fernrohr wurde hier dadurch erzielt, dass man eine Vorderkammerlinse mit plus 53 Dioptrien in die Vorderkammer implantiert hat und eine minus 64 Dioptrien Linse in die Hinterkammer. Diese Linsen bestanden aus PMMA, das heißt sehr große Schnitte waren letztendlich erforderlich. Und anhand der Höhe der Dioptrien erkennen Sie natürlich, dass es sich doch hier um vergleichsweise viel Plastik handelte, was dann letztendlich bei diesen Patienten implantiert werden musste. Wir wissen außerdem, dass Vorderkammerlinsen natürlich nicht immer eine ideale Lösung für unsere Patienten sind, sodass hier sicherlich der Anspruch besteht, dass wir solche Fernrohre wie solche Galilei-Fernrohre natürlich in einer einfacher implantierbaren Variante gerne zur Verfügung hätten, dass wir das einfacher bei unseren Patienten einsetzen könnten. Ein solches Linsenkonzept wird von der SING-IMT letztendlich durchgeführt. Auch dieses Miniaturteleskop basiert auf dem Prinzip eines Galilei-Teleskops. Der Ansatz ist hier allerdings ein bisschen anders. Sie sehen, diese Linse hat hier schwarze Haptiken und dieses Galilei-Teleskop ist dann tatsächlich vergleichsweise klein. Und auch hiermit wird dann eine Vergrößerung ungefähr 2,7-fach erzielt. Zu diesem Linsenmodell gibt es bereits Studienergebnisse, die allerdings mit der ersten Generation des Gerätes angefertigt worden sind. Und Sie sehen hier, dass hier ungefähr 75% der Patienten zwei Zeilen oder mehr gewinnen konnten. Der Vorteil von diesem Linsenkonzept ist sicherlich, dass das klassische Implantationsverfahren der IMT-Linse verbessert worden ist. Die Handhabung wurde also deutlich erleichtert und auch die Sicherheitsdaten sind letztendlich besser. Allerdings müssen Sie berücksichtigen, auch hier ist immer noch eine größere Capsulorexis erforderlich. Ungefähr 5,5 mm werden erforderlich und die Inzision ist mit 6,5 und 7 bis 7,5 doch etwas größer, als wir das natürlich aus der klassischen Kataraktchirurgie gewohnt sind. Diese Linse wird nun mittlerweile auch mit einem Preloaded Device zur Verfügung gestellt. Und ich denke, das ist tatsächlich doch ganz wichtig, dass uns als Chirurgen die Implantation eines solch komplexen Linsenmodells erleichtert wird. Ich darf Ihnen einmal zeigen, ein Video von uns aus dem Labor, was der Professor Aufhart vor kurzem einmal mit der Miyake Apple View angefertigt hat. Diejenigen von Ihnen, die diese Miyake Apple View nicht kennen, das ist also eine Ansicht, wo man sozusagen von hinten auf den Kapselapparat schaut. Sie sehen, von oben kommt sozusagen die Linse, die implantiert wird und Sie sehen von hinten auf die Regenbogenhaut. Und Sie sehen, dass hier der Injektor jetzt eingeführt worden ist in den vorderen Augenabschnitt und Sie sehen, dass sich hier diese schwarzen Haptiken dann doch recht schnell entfalten und dann gleich im Kapselsack zum Liegen kommen. Ja, wir schauen uns das Ganze noch einmal in etwas langsamerer in Zeitlupe an und Sie sehen, wichtig ist letztendlich, dass diese drei Haptiken natürlich direkt in dem Kapselsack platziert werden und das ist aber durch dieses Preloaded, durch diesen Preloaded Device dann tatsächlich auch möglich zu realisieren.
Ja, wir haben in Heidelberg mittlerweile auch die erste Patientin versorgt. Auch das ist ein Patient, den mein Chef vor kurzem jetzt gerade versorgt hat. Der Nachbeobachtungszeitraum ist jetzt hier nicht wirklich lang genug, dass ich jetzt hier nicht über Visus-Daten großartig berichten möchte. Das ist ja ein Befund wenige Tage nach der Operation. Und ich denke, obwohl dieses Implantat doch vergleichsweise groß ist, dass der Befund so kurz nach der Operation doch wirklich erfreulich gut aussieht. Ja, ich denke, in den ganzen Vorträgen haben Sie heute gehört, dass wir uns bei der Behandlung der geografischen Atrophie, und damit meine ich sowohl die kausale Behandlung im Bereich der Netzhaut als auch im Bereich von vergrößernden Sehhilfen, dass wir uns hier wirklich erst am Beginn einer ganz neuen Ära befinden. Ich denke, es ist eine wirklich gute Zeit, momentan Augenarzt zu sein, weil doch wirklich ganz viele innovative Produkte in der nächsten Zeit zu erwarten sind. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herr Schurmann offensichtlich noch nicht zugegen ist, da würden wir, da ist er schon. Gut, okay. Also ganz herzlichen Dank. Sorry, ich hatte vergessen, das Mikrofon anzumachen. Ganz herzlichen Dank, Herr Koramnia. Ich glaube, wir sind tatsächlich alle froh, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtige Berufswahl getroffen haben, weil es eben ein so innovatives Feld ist. Aber Ihr Vortrag bestätigt auch wiederum, warum wir vitreoretinalen Chirurgen immer so neidisch sind auf die Vorderabschnittschirurgen. Während wir uns abmühen mit unseren Therapien, haben sie schon minimalinvasive Ansätze und versorgen die Patienten. Und auf die Ergebnisse, die sie kommen mit der 2,7-fachen Vergrößerung, müssen wir erst einmal hinkommen. Gut, dann würde ich sagen, dass sich jetzt alle die Kamera anschalten. Wir würden jetzt mit dem zweiten Teil beginnen. Vielleicht könnten wir die Kameras einschalten. Ja, wunderbar. Also noch einmal herzlich willkommen. Wir kommen zum zweiten Teil, nämlich der Expert Debate. Wir möchten jetzt viele Punkte auch durchgehen im Detail. Ich will es noch einmal ganz kurz sagen. Ich finde, wir haben ein tolles Panel. Dr. Ralf Hornig von Pixium Vision habe ich schon vorgestellt. Professor Koramnia hatte ja gerade diesen sehr schönen Vortrag. Professor Michalakis, die Stiftungsprofessur für Gentherapie an der Augenklinik in München. Der Privatdozent Dr. Pfau. Aus Bonn, jetzt Bethesda, und der Professor Siegfried Prieglinger. Hallo Siggi, herzlich willkommen. Und mir ist es natürlich eine besondere Ehre, dass Professor Yannick Lemaire hier auch zugegen ist, der uns aus seiner reichhaltigen Erfahrung berichten wird. Yannick Lemaire ist wirklich ein Urgestein der vitreoretinalen Chirurgie und seit vielen Jahren auch ein großes Vorbild und einer der Pioniere für diese Pixium-Implantation. Und es gibt niemanden weltweit, der mehr Pixium-Chips implantiert hat. Und wir möchten heute Abend gerne davon profitieren. Bienvenue, Yannick. Klappt das mit der Simultanübersetzung? Ja, bisher hat es die ganze Zeit funktioniert. Im Moment hat Professor Lemaire das Mikro noch ausgehabt. Okay, gut. Können Sie vielleicht vom Herr Firker, wenn Sie einmal kurz sagen könnten, was die Zuhörer anschalten müssen, um eine Übersetzung zu haben? Die Zuschauer müssten bitte auf die Weltkugel klicken und dort ihre jeweilige Muttersprache auswählen bzw. sich für Deutsch oder Französisch entscheiden. Bei der Auswahl inaktiv würden Sie jeweils den Sprecher im Originalton hören. Okay, das heißt, wir schalten dann die meisten von uns auf Deutsch. Ja?
Ansonsten ändert sich ja nichts. Gut, dann würde ich Sie zum Einstieg gleich mal, um auch die Zuhörer mit an Bord zu holen, um die erste CME-Frage bitten, dass auch Sie alle dabei bleiben und sich kurz überlegen. Die geografische Atrophie bei AMD sieht man diagnostisch am besten in. Sie können direkt auf dem Bildschirm Ihre präferierte Frage antippen. Gut, ich glaube, es wird 10 Sekunden eingeblendet. Dann würden wir jetzt beenden. Wir sind bei 50% Teilnahme und würden Ihnen einmal das Resultat zeigen. Wunderbar. Ja, Fundus Autofluoreszenz und OCT. Sigi, was würdest du denn sagen? Gute Wahl. Schließe mich den Teilnehmern an. Absolut. Mhm. Das ist ein super Tool und wer hätte gedacht, dass wir die Autofluoreszenz eines Tages so routinemäßig in unserem Alltag brauchen werden. Nicht nur bei der AMD, sondern auch bei genetischen Erkrankungen der Netzhaut. Also man glaubt es ja gar nicht, dass die Autofluoreszenz tatsächlich mal so wichtig werden wird. Aber vielleicht könntest du noch mal sagen, brauchst du denn das OCT überhaupt? Also außer, dass die Netzhaut weggeschmolzen ist, aber das sieht man ja auch in der normalen Farbaufnahme. Ich habe jetzt mal hier eine Folie gezeigt, wo die wichtigsten diagnostischen Tools nötig sind, also vorhanden sind. Was lesen wir denn aus der Fluoreszenz? Das OCT ist schon auch wichtig, weil wir natürlich alle anderen Schichten noch beurteilen können. Und gerade, weil es darum geht, noch festzustellen, inwieweit denn die Netzhaut selbst noch die einzelnen Schichten funktionstüchtig sind. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt aller innovativen Therapien, dass wir relativ spät dran sind. Und wir sollten ja nicht versuchen, die einzelnen Erkrankungen möglichst bald zu erkennen und zu behandeln, um eben prophylaktisch zu verhindern, dass es zu diesen schweren Formen kommt. Und so ist es auf der einen Seite die Netzhautschichten, auf der anderen Seite wollen wir aber auch unter die Netzhaut, also unter das RPE sehen und sehen, wie die Choroidea aussieht. Darum hat das OCT definitiv eine extrem wichtige, spielt meines Erachtens, wäre das zweitwichtigste in der Diagnostik der AMD, der trockenen AMD, der geografischen Atrophie. Ja, das sehe ich auch so. Und dann nehmen wir auch gleich eine Zuschauerfrage ein, die fragt nämlich, was bräuchte man für das Staging? Ich hatte ja anklingen lassen, schauen Sie mal, was Sie für Patienten haben. Und vielleicht kommen die später mal für eine der neuen Therapien in Frage und beobachten Sie die und die fragen, welches Staging brauchen wir? Jetzt entnehme ich deinen Worten, dass es neben der Fundusautofluoreszenz, die ja nicht invasiv ist, auch das OCT ist. Würdest du sagen, wir brauchen das EDI-OCT, weil du die Aderhaut angesprochen hast, oder reicht auch ein normaler Modus? Also das EDI-OCT ist natürlich schon... Also ich sage ja, weil wir einfach die Ader besser beurteilen können. Wie siehst du es? Ja, also ich glaube, ich leite die Frage mal an diejenigen, die sich besser auskennen. Herr Pfau, Herr Stanzel. Herr Pfau, was meinen Sie denn? Ja, grundsätzlich ist natürlich das EDI-OCT im klinischen Alltag besser beurteilbar. Wenn es allerdings inzwischen darum geht, um Deep Learning-basierte Segmentierung, dann funktioniert die auch bei verwaschenen Bildern inzwischen sehr, sehr gut. Das heißt, quantitativ kann man wahrscheinlich im Nachgang auch noch ähnliche Informationen rausziehen, aber zur Befundung sicherlich EDI-OCT. Das EDU-OCT hat ja eine tiefere Eindringtiefe, wenn die Netzhaut zentral ja weggeschmolzen ist. Da hat man ja manchmal einen ganz hervorragenden Einblick auch mit dem normalen OCT. Ne? Deswegen ist die Frage tatsächlich berechtigt, brauchen wir bei einer geografischen Atrophie diesen EDI-Modus? Man sieht ja quasi durch die blanke Platte jedes einzelne Gefäß in der Aderhaut hindurch. Ne? Also ich persönlich rein praktisch, wenn ich die Frage gestellt bekomme, ist das eine AMD oder ist das vielleicht eine Dystrophie? Die meisten AMD-Patienten haben
im Stadium der geografischen Atrophie eigentlich mittlerweile eine so dünne Aderhaut. Und jetzt gibt es ja auch den sogenannten Choroidal Vascularity Index, der bei der fortgeschrittenen trockenen AMD jetzt auch als Biomarker postuliert wird. Dann sieht man eigentlich bei so einer dünnen Aderhaut eigentlich schon fast alles, was man sehen will mit der regulären SD-OCT-Aufnahme. Und wenn ich den Verdacht habe, dass hier vielleicht eine verdickte Aderhaut ist, zusätzlich sehe ich das im Grunde auch schon mit der normalen OCT und kann dann natürlich noch eine EDE-OCT nachschieben. Aber ich glaube, man braucht eine EDI vielleicht nicht, weil man gerade auch in dem Hinblick eine EDI-OCT, das sollte man nicht vergessen, tut ja das Signal zum Rauschverhältnis in der neuralen Netzhaut etwas herunterregulieren, sodass man dann die, sage ich mal, feine Schichtung in der Netzhaut, die man vielleicht auch braucht, gerade für Studiensituationen, nicht so gut hat. Herr V., können Sie vielleicht für uns alle mal ganz kurz sagen, was passiert denn mit der Aderhaut? Also wird die dünner? Heute hatte ich einen hochmyopen Patienten im Endstadium, wie wir es alle kennen, und es gab im OCT überhaupt gar keine Aderhaut mehr, die differenzierbar war. Also nicht mal die ganz großen Gefäße. Der hatte trotzdem noch ein Visus von ungefähr 0,1. Was passiert mit der Aderhaut? Was sehen die Kollegen in der Praxis, wenn sie einen OCT machen bei so einer fortgeschrittenen GA? Ja, also bei der geografischen Atrophie wird die Aderhaut dünner, typischerweise auch schon vorher, in dem Moment, wo retikuläre Pseudodrusen aufpoppen, entlang des ganzen Augenhintergrunds. Es ist typischerweise ein Zeichen einfach von Bruchmembranstörung und es kommt nicht mehr genug VEGF von den RPE-Zellen zur Aderhaut, dadurch wird die atroph. Man sieht es auch bei ähnlichen Erkrankungen wie Sors bifundus Dystrophie oder Pseudoxanthoma elasticum. Das sind alles Erkrankungen, wo die Bruchmembran, der Transport über die Bruchmembran hinweg gestört ist. Und in all diesen Erkrankungen verdünnt sich die Aderhaut in dem Moment, wo auch die Netzhaut dann atroph wird. Gut, dann würde ich die Kongressorganisation bitten, die nächste CME-Frage einzuspielen. Was ist keine Ursache für die geografische Atrophie bei AMD? Also alles stimmt irgendwie, aber eine ist keine richtige. Hier ist aber irgendwas durcheinander gekommen, sehe ich gerade. Gut, hier ist die Frage E irgendwie durcheinander gekommen. Bei E sollte heißen Lipofuszinüberladung des RPE. Da ist Dysregulation zweimal. Also E gleich Lipofuszinüberladung des RPE. Gut, wir sind jetzt bei 36% Teilnahme. Ja, das beenden wir, okay. Ja, gut. Boris, magst du es auflösen? Ja, also tatsächlich ist diese Überlegung, dass eine Lipofuszinüberladung der RPE-Zelle eine Rolle bei der geografischen Atrophie spielt, mittlerweile überholt. Dazu gab es interessante histopathologische Untersuchungen, die gezeigt haben, dass im Randbereich der Atrophie, wo häufig ein hypoautofluoreszentes Signal in der Fundusautofluoreszenz zu sehen ist, sich einzelne RPE-Zellen in einem Multilayer oder auch zum Teil interretinal eingewandert sind. Und das erklärt letztlich diese Hypoautofluoreszenz. Allerdings ist das ein Bystander-Phänomen. Also es kommt nicht zu einer quasi Überakkumulierung von Lipofuszin in der RPE-Zelle, wie es jetzt zum Beispiel beim Morbus Stargardt der Mechanismus ist, sodass eben die Rolle des Lipofuszins bei der AMD mittlerweile völlig in den Hintergrund gegangen ist und eigentlich das Komplementsystem hier in den Vordergrund gerückt ist und auch jetzt neuerdings auch mitochondriale Aktivitäten und die ersten drei Fragen, jetzt Atrophie von Photorezeptoren, Pigmentepithel oder beidem, ist ja schon gezeigt worden in unseren Vorträgen, ist ja auch klar. Ist das der Grund, warum
die Autofluoreszenz schwarz ist, also tot. Eigentlich müsste es ja auch, wenn Lipofuscin eine Rolle spielen würde, leuchten wie Hulle, wenn ich das so salopp sagen darf. Ja, aber es kommt ja auch zu einem Verlust von RPE-Zellen, nicht? Und diese RPE-Zellen werden ja auch dann wegphagozytiert und abtransportiert. Die Frage ist natürlich, wo geht dieses Lipofuscin, das in den Zellen war, hin? Und das ist, glaube ich, bislang eine nicht so ganz geklärte Frage. Max, weißt du da irgendeine gute, pfiffige Antwort für? Ja, also ich schwimme natürlich, wenn es dazu bin ich zu sehr von der chirurgischen Seite. Ich bin froh, dass ich fachlich mithalten kann mit dem kompetenten Panel. Was die Gerätediagnostik betrifft, wird es schon auch schwierig. Wir machen das alle im Alltag, aber man merkt tatsächlich, dass die geografische Atrophie eine sehr komplexe Krankheit ist, wo man einfach an seine Grenzen des Verständnisses auch kommt. Dazu gehört zum Beispiel auch die Differentialdiagnose. Das würde ich ganz gerne nochmal sagen. Yannick, kannst du vielleicht sagen, wie genau schaust du, ob das eine normale geografische Atrophie ist oder ob es Differentialdiagnosen sind? Und was wäre für dich ein Ausschlusskriterium? Oui, c'est surtout sur l'autofluorescence que en fait on peut voir la différence diagnostique entre une dégénérescence DMLA ou bien une dystrophie. On peut avoir des maladies de Stargardt tardives qui ressemblent vraiment beaucoup à une DMLA. Ça ne change peut-être pas grand-chose pour le patient, mais malheureusement pour l'étude de Primavera, il faut être certain que c'est essentiellement une vraie DMLA et non pas un Stargardt tardif. Et en fait, quand on commence à regarder l'autofluorescence, qui pour moi reste quand même le plus important dans ce diagnostic différentiel, là effectivement, on voit qu'on a très souvent des Stargardt tardifs ou d'autres dystrophies. On a une forme particulière. Voilà, très bien, ici, c'est vraiment sur le cliché de gauche de l'autofluorescence. Absolument. Ich zeige dazu diese Folien hier. Hier haben wir einen Stargardt, dann GA nach Vitelliforma und dann noch eine GA-artige Veränderung nach CRCD, also einer Musterdystrophie. Bedeutet das, dass du ganz exakt schaust, für Pixium-Implantation kommt nur eine normale geografische Atrophie in Frage? Oder ist dir das nicht so wichtig und auch eine CACD könnte für dich durchrutschen? Pas pour l'instant. On a des critères d'inclusion qui spécifient le terme de dégénérescence liée à l'âge. Si on arrive à prouver qu'on est efficace et qu'on améliore la qualité de vie des patients, je pense qu'on pourra s'adresser aussi aux Stargardt tardifs, aux autres formes d'atrophie. Mais pour l'instant, dans l'étude, on est dans la DMLA. Wird es denn bei anderen Diagnosen auch funktionieren? Das denke ich. Oui, clairement oui. Mais bon, encore faut-il prouver que ça fonctionne dans la dégénérescence liée à l'âge, dans l'atrophie géographique. Mais logiquement, oui, on a la même conséquence qui est la disparition des photorécepteurs qu'on va remplacer par des photorécepteurs ioniques. Mais sinon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À partir du moment où on a sur l'OCT des couches rétiniennes qui sont encore présentes avec au moins une couche des cellules ganglionnaires toujours présente, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On est dans une conception assez mécanique et simple avec la puce Prima.
Donc, oui, ça devrait marcher, mais malheureusement, on ne peut pas les inclure. On pourrait aussi imaginer que cela fonctionne dans une rétinopathie pigmentaire. Il n'y a aucune raison. Toutes les maladies où toute la rétine est normale, sauf les photorécepteurs, pourraient bénéficier de photorécepteurs bioniques. Ja, ich halte die Frage tatsächlich für wichtig, nicht nur, weil man sich irren kann, dass man eine falsche Erkrankung macht, gerade die CACD, ne, also diese zentralareoläre Atrophie, wenn man nicht genau hinschaut, dann kann man sich vertun, sondern auch aus therapeutischer Sicht, weil die Stargardt-Patienten sind natürlich viel jünger. Und denen, wie soll ich sagen, ich will das nicht ethisch falsch formulieren, aber die würden natürlich, ein 30-, 40-Jähriger würde ja auch ganz anders profitieren als ein 80-Jähriger vielleicht. Ne? Dem steht aber wiederum entgegen, dass die Atrophie viel schwerer ist. Peter, je ne suis pas sûr, parce que le Stargardt classique a une zone d'atrophie centrale qui est relativement petite par rapport aux atrophies géographiques qui sont la cible pour une implantation. Là, ici, sur le Stargardt de gauche, enfin, ou du moins l'ABCA4 associé, là, on a une atrophie qui est peut-être un peu petite. Par contre, il existe vraiment des Stargardt à apparition tardive. Et pour ça, on a, quand on voit les patients, bien sûr, on doit essayer, mais on a quand même aussi un centre de lecture extrêmement vigilant là-dessus. Mais souvent, la taille de l'atrophie, là par exemple, sur la maculopathie associée à la périphérine 2, ici, l'atrophie est beaucoup trop petite pour qu'on puisse faire quelque chose. On va endommager la rétine normale qui est autour de l'atrophie. Donc, c'est un peu ce qui fait la différence. Mais bon, on est dans des stades quand même. On est avec. Ich halte das für eine ganz spannende Diskussion. Also, ich bin gerade überglücklich. Ja. Und das sind relevante Fragen. Ich sage ehrlich, was mich betroffen hat: Wir haben ja 11 Chips implantiert und wir haben immer wieder, selbst heute noch, obwohl es seit Jahren schon vom Markt genommen ist, ne, das Retina-Implantat Argus 2, kommen Patienten aus Russland, aus arabischen Ländern angefahren mit Erblindung bei hoher Myopie und sagen, geht bei mir der Chip auch. Also wir werden alle, auch die Zuhörer, werden konfrontiert werden, nicht mit dem Stargardt, vielleicht auch nicht mit den GA-Patienten, sondern mit Patienten, die gar nicht in Frage kommen. Aber die Myopen zum Beispiel, jung, verzweifelt, werden die jemals in Frage kommen dafür? Oui, probablement, mais il ne faut pas oublier que l'implantation, le geste chirurgical, est une toute petite partie de la réhabilitation des patients. Une fois que la puce est en place, les gens ont besoin d'une rééducation pour apprendre à utiliser cette nouvelle vision. Donc, pour les patients venant de l'étranger, c'est d'ailleurs le problème qui s'est passé un peu avec Argus 2, où beaucoup ont été implantés, mais sans suivi, sans rééducation par la suite, ce qui est donc complètement inutile. Donc, c'est plus facile probablement avec Prima parce que la rééducation est quand même plus simple, mais on voit le progrès de la vision des patients avec le temps, donc c'est important tout le processus. La chirurgie n'est vraiment pas une fin en soi, c'est la toute petite partie, la plus difficile pour nous, mais après le patient doit travailler tout le temps. Vielleicht Peter, ja. Darf ich was dazu sagen? Ich glaube, es ist entscheidend, was die Chips in Zukunft können, wie die Auflösung sein wird. Und die Zuhörer werden sich möglicherweise fragen, ja, warum implantieren wir das bei Patienten, die ja eigentlich doch eine relativ gute Sehschärfe haben, denn die Peripherie der Netze, die sind noch in Ordnung. Ist das nicht nur Proof of Principle? Dazu muss man fairerweise sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist, diese große finanzielle Aufwand für eine Erkrankung wie die diversen Netzhautdystrophien, die extrem selten sind.
Und daher der Zugang sozusagen, etwas zu etablieren, etwas zuzulassen für eine Erkrankung, wo wir einen größeren kommerziellen Erfolg oder größere kommerzielle Möglichkeiten noch insgesamt haben, damit so ein Ding überhaupt finanziell sinnvoll und möglich gemacht werden kann. Aber die Zukunft und die große Frage wird sein, wie groß ist die Auflösung eines Tages, was können die Chips der nächsten Generation? Ich meine, es ist extrem faszinierend, was heute möglich ist. Für einen AMD-Patienten wahrscheinlich noch zu wenig, weil der rundherum noch zu gut sieht. Aber die Netzhautdystrophie-Patienten werden sich auf jeden Fall freuen, wenn sie diese Chips, die wir jetzt implantieren, den Pixium-Chip eines Tages bei einem RP-Patienten einsetzen können. Das war bislang nicht möglich, mit dem Retina-Implantat zum Beispiel. Absolut. Es ist eine Pioniertechnologie und diese Schritte müssen wir auch gehen, sonst gibt es keinen Fortschritt in der Masse. Ja, so ein Glückstreffer wie bei den Anti-VEGF-Medikamenten, da war es wirklich one and done. Ja, auf den ersten Schuss quasi einmal noch Makugin auf halbem Wege und dann war die Lösung da und ist jetzt seit 15 Jahren unverändert. Das wird nicht nochmal wiederholbar sein. Aber mit der Skalierbarkeit, da würde ich gerne Ralf Hornig mit an Bord holen. Ralf, kannst du noch mal kurz sagen, ich zeige auch die Folie dazu für die Zuschauer, da ist es zusammengefasst, was für eine Performance hat der Pixium-Chip derzeit und vor allem, was werden wir in Zukunft erreichen können? Jetzt haben wir 376 Pixel, wir werden in Zukunft 1600 haben und auch über 10.000 ist theoretisch möglich. Was wird die Zukunft in 4 oder 5 Jahren und was in 10 bis 15 Jahren sein beim Visus? Dein Vortrag hat es ganz gut zusammengefasst, welche massive Entwicklung hier notwendig ist. Also wir haben ja praktisch mit Retina-Implantaten angefangen vor 25 Jahren. Da ging es erstmal darum, naja, dass man überhaupt eine Verbesserung hat. Und wir haben uns zu Anfang sehr stark auf Retinitis pigmentosa gestürzt, weil da natürlich auch der Bedarf da ist, auch Basics an Funktionalität zu erzeugen. Und das hat auch geklappt. Wir haben ja gesehen, Argus 2 Alpha AMS und es gab auch das Iris-Implantat. Diese Implantate haben ganz gut funktioniert, also haben nachgewiesen, dass sie eine Verbesserung erzeugen. Und da ging es noch relativ um einfache Sachen, um teilweise nur um Hell-Dunkel-Wahrnehmung, um Objekt-Silhouettenerkennung, dass man ganz grobe Formen erkennen kann. Wir sind jetzt hier schon einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Also wir sprechen hier tatsächlich davon, dass Patienten Buchstaben erkennen können. Und der Primary Endpoint für unsere Primavera-Studie ist ETDS. Das heißt also, die sollen diese Tafel da ablesen, soweit wir sie nicht mehr kommen. Und nachher, nach der Studie, mindestens 2 Linien, das sehen wir als Clinical Meaningful an, mehr sehen können. Also, und das klappt zurzeit, das haben wir in Feasibility-Studien gezeigt, also dass tatsächlich mit Hilfe der Bildverarbeitung auch noch einiges rauszuholen ist, dass die Patienten da eine deutliche Visusverbesserung haben können. Das ist natürlich bis jetzt noch auf einen relativ kleinen Bereich, einen kleinen Chip begrenzt. Die Auflösung ist zurzeit so, dass wir 378 Pixel haben. Das scheint noch begrenzt zu sein. Die Zukunft wird so sein, dass man die Auflösung Schritt für Schritt verbessern wird. Das Geheimnis hier ist ganz klar, dass man dicht an die Zellen ran muss. Man muss dicht an die Zellen dran. Deswegen sind wir ja bei uns in der Firma auch von dem epiretinalen Ansatz auf den subretinalen gekommen, weil wir im epiretinalen Ansatz gesehen haben, es gibt immer einen bestimmten Gap zwischen den Zellen und den Elektroden. Und der ist also wesentlich geringer im subretinalen Raum, weil sich das Retinagewebe sehr, sehr gut an den Chip anschmiegt. So haben wir da einen guten Kontakt. Das Zweite ist, man muss den Stimulationsfokus auf einen möglichst kleinen Bereich konzentrieren.
Also die Elektrode muss also möglichst einen kleinen Bereich von Zellen stimulieren. Das Prima-Implantat hat sogenannte lokale Gegenelektroden. Das heißt, der Strom fließt aus dem Zentrum eines Pixels heraus und fließt dann direkt auch an den Rand des Pixels, und ein weiterer Bereich außerhalb wird nicht angesprochen. Also jetzt geht es darum, in der Zukunft diesen Fokus noch weiter zu verringern, sodass man halt individuelle Zellen ansprechen kann und damit halt die Auflösung erreicht. Wie weit die Reise gehen wird, denn das kann ich natürlich nicht sagen, man ist ja kein Hellseher, aber ich weiß, dass da noch einiges drin ist, und wir sind jetzt dabei, die Primavera-Studie durchzuführen, und ich denke mal, wir haben gute Chancen, da auch eine starke Wirksamkeit zu sehen. Aber das Ende der Fahnenstange ist natürlich noch lange nicht erreicht. Ich denke mal, da ist noch weitere Forschung sinnvoll, und die Implantate werden sich mit der Zeit immer noch weiter verbessern. Ja, ich nehme mal die Kliniker mit an Bord. Also ich bin schon ein bisschen ernüchtert immer, wenn man die Zahlen liest, ja, das war ja dann bei Retina-Implant auch, die natürlich noch viel schlechter waren, und dann spricht man aber auch mit den implantierten Patienten, und es gibt ja manchmal auch Diskrepanzen, und deswegen habe ich diese Folie vorbereitet. Visus 04, bester Visus ohne Zoom-Funktion, also beim draußen rumlaufen, und theoretisch 005 ist immerhin schon deutlich besser, als jemals die Dystrophie-Chips schaffen konnten. Aber was heißt das konkret? Was sehen die Patienten? Links habe ich mal so gemalt, Visus 1,0. Rechts entspricht ungefähr einem Visus von 0,05. Was sehen die Patienten? Ja. Es ist konstruiert, aber das ist eben die Frage an die Kliniker, und natürlich hat Yannick auch am meisten Erfahrung damit. Ist das ein realistisches Bild? Denn die GA-Patienten haben ja Gesichtsfeld. Die Dystrophie-Patienten, wenn sie diesen Visus hätten, würden die ja nur dieses kleine Quadrat sehen, mehr nicht, und außen wäre alles dunkel. Aber hier sind die GA-Patienten, ja, haben nur im Zentrum den Chip und außen noch intakte Netzhaut. Yannick, ist das realistisch, dass der Patient solche überlagerten Bilder sieht? Je ne sais pas si cette représentation peut être complètement réaliste. Ce qu'on sait, on vient de le publier, c'est qu'il y a vraiment une perception simultanée de l'image prothétique et de l'image réelle. On l'a fait avec des barres qui se croisaient, une uniquement projetée avec les infrarouges sur la puce et une réelle sur écran. Et le patient voit bien, pas soit l'un, soit l'autre, mais il voit vraiment les deux en même temps. Donc, il y a vraiment une possibilité d'intégration de la vision prothétique avec la vision réelle. Après, comment est-ce interprété? C'est encore un peu difficile. Le système de projection qui est sur les lunettes que porte le patient lui encoche un peu le champ visuel périphérique sur l'œil qui est stimulé. Donc c'est difficile de savoir, on n'a pas encore osé mettre nos patients dans une voiture pour regarder ce qu'ils voyaient sur les autobahns, mais bon, ça viendra peut-être, et pour l'instant, bon, je ne sais pas si cette représentation peut être réaliste, mais en tout cas, la perception simultanée de la périphérie et du centre existe pour le patient, pour lui, il n'y a qu'une seule image, ce qui est déjà un gros avantage par rapport à avant, puisque au centre, il n'y avait rien. Quand on les opère, en tout cas, donc on arrive à leur redonner... Ich bin mir völlig bewusst, dass dieses konstruierte Bild auch sehr schwierig ist. Ja. Aber ich will halt verstehen, was der Patient davon hat. Ich will meine Kardinalerfahrung mit den Retina-Implantaten haben. Der Best-Performer, ja, sagt immer, ich kann super sehen, zufrieden, er kann das Glas erkennen, und am Ende benutzt er es draußen, die Sehprothese nicht, weil er, das war halt ein RP-Patient, weil er mit Langstock
weiterhin den Langstoff braucht, weil die halt nur 7 oder 10 Grad Gesichtsfeld haben, ja, und haben weiterhin einen Tunnelblick. Also die Diskrepanz zwischen dem, was wir als Ärzte messen, im Studienzentrum womöglich, und dem, was die im Alltag haben, ist einfach etwas, was man adressieren muss. Und es ist für uns alle wichtig, uns in den Patienten einzufühlen, ob der Patient wirklich was davon hat. Was meinst du, Sigi? Das war die Mikros ausgeschaltet. Sigi, einmal. Entschuldigung. Ja, ich glaube, es ist mit dem Grund, warum es so wahnsinnig schwierig ist, Patienten zu finden, die sich tatsächlich bereit erklären, so eine Operation durchführen zu lassen. Weil sie auf der einen Seite natürlich verstehen, dass das, was das Implantat heutzutage kann, ihnen nicht das normale Sehen zurückbringen wird. Und es ist halt extrem aufwendig, auch die gesamte nachfolgende Betreuung. Die Leute müssen lernen, damit umzugehen. Auf der anderen Seite denke ich, gibt es dann Gott sei Dank doch die Patienten, die das auch mitmachen, weil sie wissen, sie können damit einen großen Beitrag leisten in einer Kaskade an Stufen, die wir halt von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt in den nächsten Jahren gehen werden, um tatsächlich eines Tages mit Chips arbeiten zu können, die eine höhere Auflösung haben. Und meine Frage, Peter, ist ganz eine andere. Also ich bin davon überzeugt, dass wir eines Tages Chips haben werden, die eine extrem hohe Auflösung haben. Die Frage ist, was gibt denn so eine erkrankte Netzhaut überhaupt her? Verstehst du, was ich meine? Selbst wenn wir eine extrem hohe Auflösung haben, ist denn das, was an Netzhaut noch da ist, die Ganglienzellen, die noch funktionieren, können die überhaupt mit diesem tollen Instrument dann umgehen? Ja. Ist jemand dabei im Panel, der mir diese Frage beantworten kann? Gut, ich denke mal, dafür muss man klinische Studien machen, um da eine exakte Antwort zu haben. Wir haben ja ganz gute Diagnostik-Tools, um die Retina zu analysieren. Wir sehen, dass die Struktur scheinbar noch einigermaßen in Ordnung ist auf der Bipolarzellen- und Ganglienzellen-Ebene. Sodass wir uns vorstellen können, ja, dass eine Stimulation, die noch ein bisschen feiner ist als das, was wir jetzt haben, auch funktionieren kann. Was die dann damit anfangen können, naja, dafür brauchen wir halt klinische Studien. Ich denke mal, da sind wir gerade dabei, den ersten Schritt zu machen, um auch zu sehen, naja, wie wirkt sich das dann auf die Lebensqualität der Patienten aus? Ja. Also ich habe deswegen, Sigi, deine Frage ist natürlich richtig, die zentrale Frage, was gibt so eine Netzhaut eigentlich her? Und offensichtlich auch unterschiedliche Sachen, denn wenn wir uns jetzt mal die Auflösung angucken, ja, also der AMS-Chip, das letzte Modell von Retina-Implant, dann der Argus-2-Chip, die haben ja ganz unterschiedliche Pixelzahlen und der Pixium-Chip, der hat ja gar nicht so viele Elektroden, sage ich mal, ne? Jetzt im Vergleich zu 1600 von dem Tübinger-Chip. Und trotzdem ist der Visus um Lichtjahre besser als bei den Dystrophie-Chips. Da ist jetzt meine Frage, liegt es an dem Konzept? War es vielleicht die falsche Strommenge? War es nicht adherent genug? Der Argus 2 dockt ja von Epiretinal aus an. Da kriegt man ja nicht so ein enges Attachment zu den Bipolarzellen. Oder liegt es einfach an den Erkrankungen, dass die Dystrophie-Patienten viel mehr kaputt haben als die AMD-Patienten? Darauf wollte ich raus. Ich glaube, das ist das Problem, dass wir letztlich von den Chips her so gut werden müssen, dass wir Patienten behandeln, die eigentlich noch relativ gut sehen. Das wird die große Herausforderung werden. Ich weiß ja, dass Pixie mittlerweile, oder Pellinger, Daniel Pellinger ist ja dabei, schon die nächste Generation zu produzieren und die werden dann noch größere Auflösungen haben. Dann wird es wirklich richtig, richtig spannend. Und da haben wir das Glück bei den AMD-Patienten, dass die Erkrankung letztlich keine primäre Dysfunktion der Photorezeptoren ist, sondern dass die APE-Zellen mehr oder weniger schuld sind, dass die Schichten darunter sind, die betroffen sind. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass eine Netzhautdystrophie eine kranke Netzhaut ist und dass die AMD letztlich die Netzhaut sekundär betroffen ist, die neuronalen Schichten. Ja,
Ich will noch einen Aspekt hervorheben, und zwar was nennen wir eigentlich Lesen? Ja, ich zeige hier mal den Best Performer, der Mika, der immer wieder gezeigt, wahrscheinlich haben Sie das Video schon immer gesehen, und hier funktioniert es bei mir jetzt nicht. Doch. Aber es läuft irgendwie nicht. Ich kann es aber so zeigen. Das ist der Best Performer, ein Patient Jung aus Finnland, ist schon 10 Jahre her. Der sollte seinen eigenen Namen lesen und er fragt, ob wir denken, dass er ein Formel-1-Fahrer ist. Warum? Weil er eben, sein Name wird mit 2 I und 2 K geschrieben, und er hat aber richtig erkannt, dass hier nur 1 I und 1 K ist, so wie Mika Häkkinen, ne? So heißt er, glaube ich, der Rennfahrer aus Finnland. Aber ich weiß, wie das entstanden ist, und das hat 2 bis 3 Minuten gedauert, bis er dieses lesen konnte, ne? Und da ist die Frage, ist das Lesen? Und Yannick, das Gleiche, das ist ein Video von dir, ich hatte es ja schon gezeigt, eine tolle Leistung, dass er Poisson lesen kann, aber man sieht auch, er liest Buchstabe für Buchstabe, ne? Und Lesegeschwindigkeit ist ja etwas, was völlig unterschätzt wird für die Lesequalität. Es ist nicht die ETDS-Letter, sondern die Leute wollen eben auch in akzeptabler Zeit was lesen. Ist das eine große Limitation, gerade von solchen elektronischen Implantaten, die ja mit einem Zoom arbeiten, also einem Trick, einer elektronischen Verstärkung und Vergrößerung? Aber die haben natürlich gar kein Gesichtsfeld dadurch. Yannick, was meinst du? Là, ici, sur l'image de droite, on voit que le zoom est à 2. C'est écrit juste là où il y a le pointeur. On voit que tu as un zoom à 2 dans ce cas-là. Et on peut jouer aussi donc, sur le zoom, sur la brightness, les choses comme ça, des tas de choses qu'on peut changer, y compris la façon, le mode qu'on utilise. Parce qu'il y a 2 éléments, qui est bien sûr le software qui va provoquer la stimulation, qui va être changé en fonction de la situation. Et il y a surtout, encore une fois, le travail du patient. Ce patient-là, qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce que les restrictions en France à cause du Covid et il habite à 500 km de Paris. Donc ce patient-là, 1 mois ou 2 mois avant, il était encore tout à fait incapable de voir la même chose. Et donc il y a une progression constante sur la vitesse de lecture. Je ne sais pas comment est exactement la qualité de vision. Il voit vraiment la lettre O, la lettre I, où est-ce qu'il interprète, je ne sais pas. Mais ce qui est clair, c'est que plus les gens travaillent, plus ils vont vite dans leur capacité de lecture. On a une autre vidéo où ce même patient est aussi capable de lire à l'extérieur sur des panneaux indicatifs quelle est la direction qu'il doit prendre. Là aussi, c'est très lent. Mais la différence, c'est que sans le système allumé, il ne peut pas lire du tout. Donc, il y a un progrès. Il y a un progrès dont on va avoir dans l'étude Primavera s'il s'accompagne aussi d'une amélioration de la qualité de vie. C'est pour ça que c'est important ce deuxième critère. On sait que l'acuité visuelle, on peut l'améliorer. Maintenant, est-ce qu'il y aura une répercussion sur la qualité de vie? C'est à mon avis, encore une fois, peut-être, comme tu dis, la chose la plus importante, parce que si c'est juste un système grossissant intraoculaire, l'intérêt est assez moyen. Il faut que ça puisse quand même aider réellement les patients. Et on verra ce que ça va donner, mais il semble qu'avec l'entraînement, avec l'amélioration du software, on puisse avoir de plus en plus de vitesse de lecture sur de lettres qui sont de plus en plus petites, en théorie plus petites. Ja, das kann ich bestätigen. Also das Reha-Training ist auch noch eine wichtige Frage. Bevor wir zum Reha-Training gehen, würde ich Herrn Koramnia fragen. Dieser Vergrößerungsfaktor ist ja das gleiche wie bei vergrößernden Sehhilfen. Ne? Der Vorteil an einem Lupenglas ist, das nehmen Sie in die Hand, haben eine große Zoom-Funktion, dafür kein Gesichtsfeld, klar, weil Sie die Vergrößerung haben. Und wenn Sie
wir es nicht mehr haben wollen, Sie brauchen wieder Gesichtsfeld, legen Sie es zur Seite. In dem Augenblick, wo Sie so ein Sing-Implantat einsetzen, haben Sie natürlich dauerhaft das Gesichtsfeld verschleiert. In dem Fall bei der Teleon, also den segmentalen Vergrößerungslinsen, ja nicht so stark. Non, justement, il n'y a aucun trouble du champ de vision. C'est la grande fierté de la première étude sur les 5 patients qui était sécurité et faisabilité. Et puisque jusque-là, on n'avait travaillé que chez l'animal. Et la sécurité, aucun patient n'a perdu de vision par rapport à la vision à baseline. Et personne n'a perdu de quand le système n'est pas allumé. Et quand le système... Also tatsächlich, das Schöne an solchen Retina-Implantaten ist, man kann sie ausschalten, schlafen gehen, Brille abnehmen und hat keine Gesichtsfeldeinschränkung. Aber wenn Herr Koramnia diese Vergrößerungslinse mit 2,7-facher Vergrößerung Teleskoplinsen einsetzt, würden Sie dann, Herr Koramnia, sagen, dass die Patienten darunter leiden, dass da dauerhaft das Auge verschleiert ist durch die Implantation oder profitieren die einfach? Das ist ja eine Art Monovision, wenn man will, ne? Genau, also es ist tatsächlich so, diese Linsen werden in der Regel unilateral nur eingesetzt. Das heißt, man verfolgt den Ansatz, dass das eine Auge dann eher für die Nahsehfähigkeit genutzt wird und das zweite Auge dann das Gesichtsfeld beiträgt. Und es ist tatsächlich auch so, wie Sie das angesprochen haben, diese High-Add-Intraokularlinse, die hat ja noch einen Fernteil. Also das ist jetzt nicht eine Linse, die im Gesichtsfeld Einschränkungen verursacht. Bei den Teleskoplinsen, da ist es sicherlich so, dass ein gewisser Gesichtsfeldverlust hinzunehmen ist. Und wie gesagt, das wird durch den monokularen Implantationsansatz eben versucht auszugleichen. Ralf, eine Zuschauerfrage kam. Es ist noch nicht ganz klar rausgekommen, wie das bionische Sehen, wo das andockt, ja, an den Bipolarzellen, an den Ganglienzellen. Kannst du einfach mal auf den Punkt bringen, in 2 Sätzen, das Funktionsprinzip? Das Schlagwort Ersatz der Fotorezeptoren ist ja schon gefallen, aber dass du es nochmal klarstellst. Okay, gut, gerne. Also was ja chirurgisch gemacht wird, ist, die Netzhaut wird abgehoben, dann wird der Chip unter die Netzhaut gesetzt und dann die Netzhaut wieder angelegt. Die Elektroden stimulieren jetzt die übergebliebenen Nervenzellen, also die von der Degeneration nicht betroffen sind. Und dass die Zellen, die am nächsten an dem Implantat dran sind, das sind die Bipolarzellen. Davon gehen wir auch aus, dass wir überwiegend Bipolarzellen stimulieren, was natürlich dann weiterführt, die Signalfortleitung über die Ganglienzellen bis ins zentrale Nervensystem. Ja, dazu gibt es diese schöne Folie. Hier ist die Histologie der Netzhaut, links normal, rechts Retinitis pigmentosa, das habe ich immer gezeigt bei den Retina-Implantat-Vorträgen und jetzt neu aufgenommen habe ich die mittlere Folie, Histologie der geografischen Atrophie. Herr Pfau, können Sie uns da mal so ein bisschen durchhelfen? Was heißt das konkret? Wie viele Zellen sind da noch übrig, auch im schwersten Stadium einer GA? Ja, also jetzt auf das mittlere Bild bezogen, ganz rechts sieht man, also oder man sieht nach rechts, wie die externe limitierende Membran, die Photorezeptor-Zellkerne dann zu den Photorezeptor-Innen- und Außensegmenten abgrenzt, wie die nach unten bis zur Bruchmembran, das sind die grünen Pfeilchen, die das anzeigen und dann praktisch den Touchdown macht. Dahinter sieht man noch einzelne Zellkerne von dieser äußeren Körnerzellschicht unten, aber die Zellen sind weitestgehend tot, zumindest sagt es Frau Kirschow, die ja die Letztautorin dieser Arbeit ist. Wenn man aber dann in der Schicht darüber geht, das sind die nächsten Punkte, die man sieht, also in der Mitte von diesem Bild, dann sieht man, dass da was die Bipolarzellen angeht, eigentlich die Zelldichte noch weitgehend erhalten ist, sowohl bis zum Rand der Atrophie als auch in die Atrophie reinreichend. Das heißt, grundsätzlich sind die Zellen noch vorhanden und was ja vorhin auch schon angeklungen ist, es gibt ja Netzhautdystrophien, vor allem bei Retinitis pigmentosa, wo man typischerweise auch mit der Zeit eine Sehnervdegeneration hat. Bei geografischer Atrophie gibt es Daten, die zeigen, selbst wenn die komplette Makula zentral atroph ist, das papillomakuläre Bündel vom Sehnerv bleibt bei den meisten Patienten noch erhalten. Sprich, diese inneren Netzhautschichten, die degenerieren typischerweise nicht
drastisch hinterher, sondern bleiben erstaunlich lang stabil, obwohl sie ja keinen Input mehr bekommen. Mhm. Rechts stehen ja die Prozentzahlen einer RP-Netzhaut. Selbst die allerschwersten, die quasi blind sind, haben noch 10% Bipolarzellen, 50% Ganglienzellen. Dieses mittlere Bild der GA sieht ja viel günstiger aus. Können Sie denn ad hoc irgendwie eine grobe Abschätzung abgeben, wie viel Prozent der Zellen bei einer GA noch übrig sind, wo man andockt? So genau kann ich es nicht beziffern, aber von den Bipolarzellen wahrscheinlich 50% oder sogar mehr, also tendenziell eher gut ausgehend. Yannick, ist das die Erklärung, warum die GA-Patienten durch den Chip so viel besser sehen als RP-Patienten? Peut-être, il y a aussi peut-être l'ancienneté de la baisse de vision qui intervient dans la récupération visuelle, puisque les patients qu'on voit avec l'atrophie géographique ont des visions très basses, mais rarement depuis plus de 5 ou 10 ans, alors que dans les patients qu'on opérait pour la rétinitis pigmentosa, là, par contre, on avait souvent des gens à qui il restait simplement une perception de la lumière ou la perception des mouvements de la main, mais cela depuis beaucoup plus longtemps. Alors peut-être que la proportion entre les ganglionnaires et les bipolaires était encore plus basse que ce qui est marqué là, et peut-être que c'est pour ça que l'atrophie géographique est un peu plus préservée. À mon avis, on les opère relativement tôt dans l'évolution. Gut, dann kommen wir nochmal zurück. Ich habe es ja gesagt, das Retina-Training ist ein wichtiger Aspekt. Wir machen ja viel Reha-Training und ich kann bestätigen, wir haben ja gerade mal, ich sag mal, seit anderthalb Monaten das Öl raus und seit September implantiert. Und trotzdem haben wir schon Reha-Training und ich habe mich selber versichern können, man kann dabei zugucken, wie bei jedem Training die Leute besser werden. Aber die ketzerische Frage ist, Boris, macht das Sinn, dass diese Patienten, das sind ja alte Leute, dass die jetzt drei Jahre lang Reha-Training brauchen, damit die was sehen können? Oder ist das hoffnungsvoller, dass das Programm schneller durchlaufen kann und die Leute ein stabiles Sehen haben und dann noch zu Hause üben? Ja, das ist tatsächlich eines der großen Hindernisse, sage ich mal, in der Überredung der Patienten. Ich habe heute einem Patienten erzählt, er müsste 3 Jahre nachtrainiert werden, nachdem er das Implantat bekommen hat. Er hat gesagt, oh Gott, dann geht es ja nicht. Aber ich denke mir, das Design der Studie ist so ausgelegt, dass der Sponsor der Studie hier sicherlich auch sehen will, ab wann ist ein Lernplateau erreicht. Also wie lange braucht ein Patient im Durchschnitt für so ein Reha-Training, um dann auch stabile Ergebnisse zu haben, die man dann mit einem Maintenance-Training, auch da, denke ich, sind die Daten interessant, dann vielleicht nicht mehr so häufig machen muss. Und es gibt so, und Herr Hornig soll mich verbessern, falls ich was Falsches sage, aber es gibt so Hinweise, dass möglicherweise nach etwa 6 Monaten plus so die ersten Plateau-Effekte erreicht werden können, sodass vielleicht nach Ablauf der Studie und nach hoffentlich, und wir hoffen, dass alle Zulassung dieses Medizinproduktes eben dann diese Reha-Phasen deutlich reduziert werden müssen. Aber dazu müssen erstmal die Zulassungsdaten ja da sein. Ich denke, das ist so die Kernbotschaft. Genau, bei der Primavera-Studie werden wir das natürlich genau verfolgen, ab wann, sag ich mal, der Schwellwert erreicht ist, wo die wirklich auch einen Benefit von der Studie haben. In den Feasibility-Studien muss man sich das so vorstellen, naja, man entwickelt ein neues Implantat und dann setzt man das ein und dann kommt ja erstmal der Aha-Effekt und sagt, oh, das kommt also raus. Und dann muss man mit den Patienten zusammen eine Reha aufbauen und eine Strategie entwickeln, wie man dann natürlich dahin kommt, dass die Patienten halt, wenn auch langsam, Buchstaben erkennen können. Und auf diesen Erkenntnissen basiert nun eine größere Studie, diese Primavera-Studie. Das heißt, wir haben also gesehen in den Feasibility-Studien, ja, also langes Training, viel Training hilft auch viel. Und dann haben wir gesagt, naja, dann bieten wir natürlich auch in der Primavera-Studie viel Training an.
Die Hoffnung ist natürlich, dass das irgendwann halt schneller geht, dass man effizientere Verfahren hat und die Patienten dann wahrscheinlich oder hoffentlich später in wenigen Tagen oder Wochen auch einen entsprechenden Outcome haben und man schon dann wahrscheinlich in einem Maintenance-Training alle paar Monate mal gucken, ja, ist es dann noch so, wie es ursprünglich war, oder muss man noch ein bisschen nachhelfen? Und dieses Maintenance-Training kann wahrscheinlich eben halt auch, und ich glaube, das war so die nachgehende Frage von Herrn Schormann, kann dann wahrscheinlich auch über Fern, also virtuell über ein mitgegebenes Tablet oder dergleichen passieren. Also es ist ja, soweit ich das verstanden habe, durchaus auch so eine Art Remote-Steuerung möglich. Also jetzt auch, es wurden ja Ersatzstrategien entwickelt jetzt im Rahmen der Pandemie, falls es eben wieder zu einem kompletten Lockdown ist, dass die Patienten dann doch auch versorgt werden können, sodass die Patienten zumindest in der Studie jetzt mit einem Laptop ausgestattet sind, wie das dann in Zukunft nach der Zulassung ist. Das andere ist ja natürlich in den Sternen. Vielleicht gibt es dann auch eine Smartphone-App von Pixium, wie die Patienten dann versorgt werden können. Das ist durchaus denkbar, genau solche Strategien sind absolut sinnvoll. Gut, dann ich habe eine letzte Frage noch zu diesem Themenkomplex, bevor wir auch zu den anderen Therapieoptionen übergehen. Und die würde ich gerne unserem Ehrengast jetzt nochmal stellen. Yannick, wir haben zwei Patienten. Der eine Patient, Patient 2, ist 10 Jahre jünger als Patientin 1 im Abstand von einer Woche und die ältere Patientin ist vorher operiert worden und der jüngere Patient, der ist in Lichtgeschwindigkeit davongeeilt in der Performance. Ist das auch deine Erfahrung, dass die jungen Patienten und seine Netzhaut war nicht wirklich gesünder? Ja, also er ist einfach sehr früh getroffen worden, aber es ist nicht so, dass wir da ein halbgesundes Auge operiert haben. Die Netzhaut war genauso atroph wie bei der 80-Jährigen oder 78-Jährigen. Ist das deine Erfahrung auch, dass die Jungen wirklich das Alter, dass das so eine große Rolle spielt, kognitiv lernen? C'est difficile de tirer des conclusions sur, pour l'instant, en fait, j'en ai fait 8 patients, et donc c'est difficile de tirer des conclusions. Il semble que plus les gens soient jeunes, plus effectivement ils ont de bons résultats, ou du moins des résultats rapides. Peut-être qu'ils ont, ils ont la même vision globalement, mais ils y arrivent plus rapidement à ce seuil chez les gens plus jeunes. Et ce n'est pas une raison. Après, c'est une question. Comment dire ? C'est une question de volonté des patients. Dans la première étude, on avait une vieille italienne indestructible et donc qui, elle, est devenue addicte complètement à sa rééducation, qui a tout fait, les complications en dehors de l'étude, le Covid, la fracture de la jambe, une embolie pulmonaire. Elle est toujours là, elle veut sa rééducation et ce n'est pas la plus performante, mais elle, voilà. Et ça, cet état d'esprit, c'est absolument indispensable pour arriver à surmonter les premiers mois qui nécessitent vraiment une présence régulière pour la rééducation. Alors, est-ce que les patients plus jeunes ont plus de volonté pour essayer d'obtenir des résultats que les patients plus âgés? Je ne suis pas sûr. Qu'ils arrivent plus vite à des résultats quand on est jeune? Oui, probablement. Ja, also, super spannende Insider-Diskussion, da bin ich auch sehr dankbar. Ich würde gerne kurz bitten, dass wir die vierte CME-Frage einblenden. Die dritte haben wir übersprungen. Die vierte, welche Medikamente könnten bei einer GA bei AMD helfen? Zwei richtige, zumindest ganz richtige Antworten. Das sind ja echt komplexe Namen, gell?
Und ich dachte schon, Bevacizumab ist ein Zungenbrecher. Aber das, was da an Namen auf uns zukommt, das ist Gehirnjogging. So, dann können wir, glaube ich, die Lösung einblenden. Ja, also D und E sind ja die beiden, ne, Pegcetacoplan und das, ich nehme das Simura, da mache ich es mir jetzt leicht, indem ich den Handelsnamen leichter aussprechen kann, von E. Das ist ja in dem Vortrag ganz gut angeklungen von Herrn V. Aber ich würde vorher noch mal auf die Frage A eingehen, denn nicht wenige haben das ja angekreuzt, ne? Herr V., können Sie mal ganz kurz sagen, wie der Stand bei ARETS-Supplementen ist? Genau. Also was die Konversion zur Spätform angeht, also Spätform gepoolt, feuchte AMD und geografische Atrophie, da wirken die ARETS-Supplemente ganz klar. Also es ist nachgewiesen, aber die Effektgröße ist sehr gering. Deswegen muss man immer überlegen, ob man das machen will oder nicht. Und wenn man sich dann nochmal die Daten stratifiziert anschaut, dann sieht man, dass der Effekt, der kleine, geringe Effekt, der messbar ist, vor allem dadurch getrieben wird, dass die Konversion zu feuchter AMD reduziert wird, die wir sowieso einigermaßen gut behandeln können. Deswegen ist immer dann eine schwierige Abwägungssache. Was die Atrophieprogression angeht, wenn die Atrophie schon da ist, da gibt es auch versteckt in einer Publikation von ARETS die Daten dazu und da zeigt es keinen Effekt. Also wenn die Atrophie schon da ist, wird die Progressionsrate nicht langsamer dadurch. Gut, also diese Botschaft, die greifen wir raus. Auch ich verschreibe ARETS-Medikation, ja, bei intermediärer Form, bei mittlerer Form, wo es noch was bringt. In dem Augenblick, wo wir einfach ein Endstadium haben, genauso wie wir eine Junius-Kund-Makulopathie nicht weiterspritzen, machten auch die ARETS-Medikamente nicht Sinn. Sigi, ganz konkret in deinem klinischen Alltag, wann sagst du einem Patienten mit AMD, der seit 8 Jahren ARETS-Medikation nimmt und es wird langsam schlechter, wann sagst du ihm, ey, das macht jetzt keinen Sinn mehr? Es gibt ja so keinen Zeitpunkt Null, ne? Aber ja, also ich glaube, das ist eine Frage, die muss man ganz klar mit dem Patienten besprechen. Man muss die Datenlage auf der einen Seite, und dann, also es gibt ja auch Patienten, die fühlen sich einfach wohl, mit dem Gefühl, sie machen noch was. Und sie sehen, die Lage ist schwierig und in gewisser Weise aussichtslos. Und denen dann die letzte Hoffnung wegzunehmen, macht keinen Sinn. Und dann gibt es Leute, die fragen das schon so indirekt, so unterschwellig. Die freuen sich, wenn du ihnen sagen kannst, also wissen Sie was, nehmen Sie das Geld und kaufen Ihren Kindern was oder Enkelkindern oder genießen das Leben. Ja. Und ich bin da, mache das genauso wie ihr. Also es gibt ganz wenige Indikationen, wo wir wissen, da bringt es was, da gibt es eine Datenlage, die gezeigt hat, dass es einen geringen Vorteil bringt. Da wird es aktiv empfohlen von mir und bei den anderen Situationen, da bespricht man mit dem Patienten und da findet man dann meistens einen gemeinsamen Weg, wo der Patient glücklich wieder rausgeht. Aber würdest du das auch so klar benennen wollen? In dem Augenblick, wo wir eine kreisrunde Scheibe haben, also eine geografische Atrophie, von mir aus auch noch nicht so stark ausgeprägt, dass dann die ARETS-Medikation keinen Sinn mehr machen? Oder siehst du es dann tatsächlich doch eher im Dialog mit dem Patienten? Also dann macht es wirklich keinen Sinn mehr, ist ganz klar. Ja, aber da habe ich doch noch mal eine Frage. Ich glaube, Herr Pfau und Herr Stanzel sind wahrscheinlich tief genug in der Materie drin, um das zu beantworten. Viele GA-Patienten haben ja doch noch ein Foveal-Sparing, ne? Eine kleine Insel, eine kleine Zunge, die ins Zentrum reingeht, wo sie Visus 03 haben, obwohl sie ansonsten kaum die Tür ins Arztzimmer finden. Ist ein Foveal-Sparing ein Grund, die ARETS-Medikation noch nicht abzusetzen, weil wir uns erhoffen, dass vielleicht die Insel dadurch länger erhalten bleibt? Ja, da muss ich tatsächlich passen. Also ich weiß nicht, ob es dazu wirklich auch Daten gibt. Max, weißt du das? Ja, so wurde es ja von ARETS leider nicht aus. Es wird nur gepoolt ausgewertet, wo sich kein Effekt zeigt. Ob die Subgruppe profitiert, wurde nicht angeschaut. Da sieht man, wie individuell das ist. Ich könnte die Frage auch nicht beantworten.
Also ich sage dazu, also wissen Sie, das IRIS Symposium, das IRIS Konsortium, das ist ein mit EU-Geldern ausgestattetes niederländisches Konsortium. Die haben das sehr gut untersucht eigentlich, was letztlich auch von Umweltfaktoren eine Rolle spielt und herausgekommen ist eigentlich, und das ist so ein bisschen so der Lacher, den ich dann in meiner Sprechstunde erzeuge. Wissen Sie, wenn Sie mediterran essen, also gehen Sie statt der Arztmedikation einmal im Monat zum Italiener, haben Sie auch einen Effekt. Okay, ist das sehr schön. Ich würde gerne noch mal ein Repetitorium machen, nur mal ganz kurz. Also bestimmt bin ich nicht der Hellste, aber ich bin mir sicher, dass ich mit vielen die Unsicherheit teile, was das Herunterbeten der Komplementkaskade geht. Herr Pfau, ich baue auf Sie. Erklären Sie uns nochmal, Sie haben es ja super erklärt, auch Herr Michalakis hat super erklärt, aber sagen Sie nochmal in drei Sätzen das Wichtigste, was wir über die Komplementkaskade wissen müssen und wo diese Medikamente ansetzen. Okay, zusammengefasst, das Wichtigste, das Komplementsystem hat im Prinzip drei Startpunkte, den Lecithin-Pathway, der hier in der Mitte gezeigt ist, den klassischen Pathway und den alternativen Pathway, und hat dann drei Endstrecken, über die es die entzündliche Wirkung entfaltet. Und was jetzt die Aktivierung angeht oder die Überregulation bei AMD, das ist vor allem dieser alternative Pathway, der durch genetische Risikofaktoren hochgefahren ist. Das heißt, man kann probieren, diesen Startpunkt zu hemmen. Das hat zum Beispiel Lampalizumab von Roche probiert. Oder wie es eben Apellis mit APL2 macht, man kann probieren, zentral anzusetzen bei C3, damit es praktisch der zentrale Knotenpunkt, über das man alles hoch und runter regulieren kann, oder eben auf einer der drei Endstrecken. Und da ist eben eine der drei Endstrecken, ist über Zimura, das C5. Das ist ein weiterer Ansatzpunkt. Wahrscheinlich ist es ganz vernünftig, C3 zu adressieren, weil man dann eben in der Mitte im Prinzip so eine Art Totschlagansatz hat, was das Komplementsystem betrifft. Aber das muss sich dann zeigen im Vergleich. Herr Michalakis, Sie haben das ja auch durchdrungen. Es gibt ja noch diesen ganz wichtigen Endeffektor, ja, der Membrane Attack Complex. Könnten Sie das? Es geistert auch immer wieder mal so durch. Ne? Am Ende wird ganz viel rumgetriggert. Und es läuft alles darauf hinaus, dass es dann eine Attacke durch den Membrane Attack Complex gibt. Können Sie das nochmal für unsere Zuhörer zeigen oder erklären, wo die Kaskade hinmündet und was sie dann macht? Genau, also ich habe ja einen Gentherapiekandidaten erwähnt, der bei diesem Membrane Attack Complex angreift über Überexpression eines löslichen CD59-Proteins, um letztendlich zu verhindern, dass dieser aktiv ist. Ja? Zentral einzugreifen, das haben wir jetzt von Herrn Pfau ja auch sehr schön gehört, das ist sicherlich auch sehr vielversprechend, und zentrale Eingreifen tut tatsächlich der zweite Ansatz über die Überexpression von diesem Faktor 1, der letztendlich den Abbau von C3 verhindert und dadurch quasi diese alternative Aktivierung dieses Loops letztendlich auch dem gegenspielt. Ja. Und was dann letztendlich vielversprechender ist, muss ich dann durch klinische Studien, wie wir es heute mehrmals gehört haben, zeigen. Herr Pfaum, was macht denn dieser Membrane Attack Complex ganz genau? Vielleicht, oder ich habe das eigentlich erst richtig verstanden, als dann auch die paroxysmale nocturnale Hämoglobinurie kam, also diese Nephropathie, wofür ja dann das Medikament, das Apellis-Medikament ja auch freigegeben worden ist. Und da verhindert es, dass dieser Membrane Attack Complex die Erythrozyten zersetzt. Also das heißt, das ist wirklich aggressiv, was da passiert. Das sind jetzt nicht nur so ein paar Leukozyten, die irgendwie eine chronische Entzündung machen, sondern das macht eine Zelllyse. Genau, also setzt sich eben in die Zellmembran hinein und
löst die auf, im weitesten Sinne fast schon wie Seife, kann man sagen. Also die Lipid-Doppelschichtbarriere wird zerstört und damit auch die Zelle auf einen Schlag. Das ist das unten, ne? Das ganze unten, da ist diese Lipid-Doppelschicht. Ne? Also das Ganze ist alles nur Vorspiel und am Ende geht es darum, die Zellen kaputt zu machen. Ich sage es jetzt mal so salopp, aber ich brauche das für mich dann auch so ein einfaches Bild, damit ich so komplexe Grafiken verstehe. Warum ist aber diese Hämoglobinurie so aggressiv, während die AMD bei zum Beispiel, Sie haben es ja gezeigt, bei C5, jetzt weiß ich nicht mehr, Herr Pfau oder Herr Michalakis hat es gezeigt, mit dem fünfjährigen Kind, dass man schon zum ersten Mal C5-Antikörperfärbung positiv in der Aderhaut zeigen kann. Ne? Also offensichtlich geschieht das ganz langsam über 60, 70 Jahre und nicht so aggressiv. Das kann ich nicht sagen. Das war ein Kind mit dem typischen CFH-402er Risikopolymorphismus und es ist eben in der Tat so, dass man verschiedene Komplementeiweiße dann histopathologisch in der Choroidea nachweisen kann, extrem früh im Leben schon und auch zunehmend. Aber wie Sie richtig gesagt haben, es dauert dann 60 Jahre, bis sich tatsächlich eine Erkrankung manifestiert. Das dritte Medikament, das Lampalizumab, da war ja schon die große Hoffnung. Also ich habe schon die Türen der Klinik aufgemacht, um die Patienten alle zu empfangen und ist dann eben am Ende kurz vor der Ziellinie doch gescheitert. Sigi, weißt du noch, warum letztendlich das gescheitert ist, obwohl es doch ja ganz hoffnungsvoll eigentlich startete und so viel schlechter waren die, ehrlich gesagt, wie ich es verstanden habe, die Ergebnisse ja nicht im Vergleich zum Simura, oder? Du, muss ich gestehen, kann ich dir nicht beantworten. Aber ich glaube, das Problem ist, und das wäre vielleicht eine Frage, die mir generell ist, mal klären müsste, vielleicht hat der Herr Pfau schon eine Antwort. Welche Patienten profitieren denn von diesen Medikamenten? Wir haben, ich glaube, also können wir das mit Mutationen festlegen, mit bestimmten genetischen Varianten? Ich bin davon überzeugt, dass eine bestimmte Patientengruppe definitiv profitieren wird. Und wenn man es aber jetzt über die gesamte Kohorte betrachtet, dann sind es Reduktionen von Wachstumsprogression um 20%. Das ist jetzt ja eigentlich auch nicht wirklich, sagen wir mal, für einen Patienten ja, eine Aussicht, dass vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate der Erblindungsprozess, die Sehverschlechterung langsamer wird. Aber wir wollen doch letztlich einen Stopp. Dass es nicht besser werden kann, ist uns allen klar. Herr Pfau, gibt es denn da aktuell schon Ansätze, dass bestimmte genetische Varianten möglicherweise dann doch besser profitieren? Macht es heutzutage schon Sinn, dass wir die Patienten untersuchen, bevor wir dann die neuen Medikamente, die Komplementkaskade hemmen, dann anwenden? Ja, Sinn macht es grundsätzlich auf jeden Fall. Bei Apelles weiß ich, dass die selbst sehr daran interessiert waren. Die haben es auch bei den Philly-Daten schon angeschaut, da hat sich nichts gezeigt. Umgekehrt hat zum Beispiel Roche ja eine HTRA1-Antikörperstudie gerade aufgelegt und da können auch nur Patienten eingeschlossen werden, die den entsprechenden Risikopolymorphismus auch tatsächlich zeigen. Also da braucht man das genetische Risiko, sonst darf man nicht mitmachen, was ja Sinn macht. Bei Gyroscope ist es ja ebenfalls so ähnlich. Wahrscheinlich ist es, wie Sie es richtig ansprechen, ein Riesenknackpunkt im derzeitigen Studiendesign. Und das andere, das Sie ja auch schon angesprochen haben, 20% Atrophieverlangsamung ist wenig. Und was sozusagen wahrscheinlich die große spannende Frage ist, wenn jetzt nach außen hin die Atrophie gleichermaßen schnell wächst, aber nach zentral hin dort sozusagen ein Hard Stop wäre, das kann ja dann im Durchschnitt 20% sein, das wäre natürlich ein tolles Ergebnis. Kann aber natürlich genauso gut auch andersrum sein, dass diese Verlangsamung vor allem nach außen hin ist und nach innen keine Verlangsamung. Und die Daten wurden bisher noch nicht gezeigt. Ich hoffe, dass sie in der Post-Hoc-Analyse noch gezeigt werden.
Ja, Sigi, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du da angesprochen hast. Also wir haben in Heidelberg bei der Lampalizumab-Studie mitgemacht und man muss einfach berücksichtigen, wenn wir mit einer solchen Behandlung die Progression verlangsamen, dann geht das damit einher, dass wir die Patienten aber auch immens belasten. Also die Patienten waren letztendlich für monatliche Injektionen bei uns in der Sprechstunde gewesen und wir wissen alle von der Behandlung der feuchten AMD, wie schwer das ist, die Patienten zu solchen häufigen Injektionen zu bewegen. Und bei der feuchten AMD ist es so, wenn der Patient da die eine oder andere Spritze auslässt, dann macht sich das gleich mit einem schlechten Visus bei dem Patienten bemerkbar, sodass er so ein bisschen eher gezwungen wird, zu erneuten Behandlungen zu kommen. Bei der GA haben wir dieses schnelle Fortschreiten nicht und ich sehe tatsächlich, selbst wenn eines dieser Präparate es irgendwann einmal zur Marktreife bringt, tatsächlich doch Probleme. Wie werden wir das schaffen, den Patienten davon zu überzeugen, zu so häufigen Injektionen zu uns in die Sprechstunde zu kommen? Ja, es ist ein hervorragendes Stichwort. In der Tat, die Patienten sind ja auch noch mal älter als sogar die IVOM-Patienten. Und auch hier zitiere ich wieder Bernd Kirchhoff, der so einige Bonmots berechtigterweise gesagt hat. Also er sagte, dass wir tatsächlich mit Antikomplement oder generell mit diesen Medikamenten versuchen, die Patienten über Jahre hinweg mit einer Spritze alle 4 bis 6 Wochen zu versorgen, mit dem Versprechen, dass es vielleicht etwas langsamer schlecht wird. Ja, wobei dann auch der Vergleich fehlt. Und das macht es jetzt nicht gerade zu einem potenziellen Topseller, oder? Was meinst du, Sigi? Absolut, ich bin ganz bei dir. Also wir haben erstens nicht, also wir haben kein Anti-VEGF für die geografische Atrophie. Wenn dann nur Teilaspekte der Erkrankung, die wir damit behandeln können. Wir können nicht jeden Patienten erfolgreich behandeln. Und wir haben letztlich, so wie es aussieht, aktuell für ein Leben lang monatliche Injektionen. Gut, dann kann man sagen, vielleicht gibt es ein Port Delivery System eines Tages mal für so ein Medikament. Oder eben, und das wäre halt dann quasi die große Chance der Gentherapie. Und die Gentherapie macht ja letztlich nichts anderes, dass sie diese pathophysiologischen Mechanismen anderwertig beeinflusst. Es ist jetzt nicht so wie ein Retina-Chip, der einen komplett anderen Zugang hat oder Stammzellen. Das ist klar, da können wir was erneuern beziehungsweise was ersetzen. Mit der Gentherapie machen wir nur was man auch mit Antikörpern, mit Spritzen etc. auch machen kann. Aber es wäre halt die einmalige Therapie. Ja. Ja, in der Tat. Ich glaube, Herr Michalakis, Sie würden dann wahrscheinlich vorschlagen, dass Sie einfach 20 Jahre früher schon behandeln, ja, schon bei leichten intermediären AMD ansetzen. Oder was würden Sie denken? Oh, das ist eine schwierige Frage, die ich sicherlich nicht richtig und gut beantworten kann. Ich denke, und das kam ja auch rüber, die Indikationen, die werden sicherlich relativ eng gesteckt werden. Das hängt ein bisschen davon ab, was geben die Zulassungsstudien her. Das müssen wir dann sehen, wie breit und wie breit die Indikation dann erfolgen wird, sobald es zur Zulassung kommt. Es wäre natürlich wünschenswert, aber da wird es sehr, sehr schwierig zu sein, wann ist dieser Zeitpunkt erreicht, wo man diese Gentherapie machen sollte und dürfte. Ja, dafür braucht es noch sicherlich einiges an Beobachtungszeit. Ja, aber die Frage ist natürlich berechtigt und die muss natürlich auch eher im Kliniker gestellt werden. Da sind wir wieder bei dir, Sigi. Was denkst du, wenn, ich sage mal, Herr Michalakis, dann diese Therapie so evolviert, dass sie wirklich funktioniert und gute Ergebnisse machst, wird dann dein erster Schritt sein, dass du mit Patienten, die 10 Jahre jünger sind, am liebsten fortfahren würdest oder ist da eine andere Spielklasse? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von der Gentherapie sowas von überrascht worden und überzeugt worden, dass Kollege Michalakis hat gerade einen neuen Vektor entwickelt, wo man in den Glaskörper das Medikament unter Anführungsstrichen injizieren kann. Wir brauchen keine große Chirurgie mehr, wir brauchen keine Angst mehr, dass durch die subretinale Injektion es zu einer Netzhautablösung kommt, dass wir einen iatrogenen Schaden setzen. Und wenn sich diese Therapieform, also diese technischen Entwicklungen so weiter rasant verbessern, wie wir es in den letzten 5 bis 10 Jahren gesehen haben, dann glaube ich sehr wohl, dass wir
prophylaktisch oder in Stadien, wo wirklich noch viel erhalten werden kann, eines Tages injizieren werden, um dem Patienten die Chance zu geben, genau diese degenerativen Veränderungen, die wir eben haben, die wir jetzt da behandeln, zu versuchen, um dieses zu verhindern. Mhm. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir den Pathomechanismus verstanden haben und auch wissen, was genau wir damit erreichen können. Also aktuell ist es ja so, dass wir uns ja nicht wirklich sicher sind, ob diese einzelnen Moleküle, die wir jetzt gerade angehen, ob das die Schlüsselmoleküle sind. Ja, also da erlaubt mir einfach, ich mache das natürlich auf die Dramaturgie willen, wir wollen ja auch ein bisschen unterhalten werden, dass ich das jetzt nochmal ganz provokativ formuliere. Das, was ich jetzt rausnehme, ist erst einmal große Ehrfurcht von den technischen Möglichkeiten, ja, von den Medikamenten, vor der Gentherapie, auch RPE und Chip und alles. Aber kann man das so salopp sagen? Ihr müsst euch gar nicht die Mühe machen, das zu verstehen, welche Kaskade, wo was eingegriffen wird. Das lasst ihr doch die Medikamentenentwickler machen. Die arbeiten sich dann kaputt daran, dass die 5 Jahre überlegen, ob C3 oder C5 besser ist. Und sobald die nachgewiesen hat, dass es klappt, könnt ihr aus dem Sessel aufstehen, sagt, okay, wir machen one and done. C5-Inhibition mit einer einzigen Spritze, weil die anderen haben ja gezeigt, dass es funktioniert. Also da wieder kommen wir zum ernsthaften Teil, Herr Michalakis. Ist das schon ein bisschen übertragbar so oder sind das ganz andere Mechanismen? Nur weil das bei Medikamenten funktioniert, C5-Inhibition, heißt es noch lange nicht, dass die Gentherapie funktioniert, weil der Applikationsart, Applikationsform, Applikationsmenge spielt eine Rolle, auch der Zeitpunkt dieser Einmalspritze. Also ist es so leicht, wie ich es mir vorstelle oder eher das Gegenteil? Nein, also prinzipiell ja, man braucht diese Information von den Biologics und von den konventionellen Arzneimitteln, absolut. Und das gibt uns auch eine Möglichkeit, derartige Gentherapien zu entwickeln. Ja? Definitiv ja. Allerdings muss man dann auch schauen, und dazu habe ich ja schön diese Beispiele gebracht aus der feuchten AMD mit diesem S-Flit, Anti-VGF, was letztendlich aber nicht so nachhaltig was gebracht hat. Und jetzt die neueren Ansätze, die dann andere Anti-VGF-Moleküle exprimieren, teilweise auf eine andere Art und Weise mit anderen Vektoren, womit man andere Zellen erreicht. Und die bringen sehr wohl was. Ja? Also das Ganze hat auch damit zu tun, erreiche ich die richtigen Zellen, erreiche ich die richtigen Levels an Expression. Und das bedeutet, es geht auch um Technologie, nämlich gentherapie-spezifische Technologie. Wie gut ist der Vektor? Nicht nur bezüglich der Wirkung, sondern auch der Nebenwirkungen. Und dazu habe ich ja auch dieses abschreckende Beispiel von Adverum gezeigt, mit dem Verlust des Sehens bei einem Patienten in einer DME-Studie wohlgemerkt, nicht AMD. Ja, und all die Aspekte müssen wir ganz genau uns anschauen und dann gezielt hoffentlich das Richtige machen. Mhm. Sigi, die ja. Applikationsform, glaubst du, dass das intravitreal ausreicht oder muss es wirklich subretinal oder vielleicht auch suprachoroidal injiziert werden? Ich sage mal auch wieder absichtlich salopp, ja. Na, bei der Corona-Impfung wird es den Oberarm gegeben und einen Tag später kann man die applizierte mRNA in jeder Zelle von der Haarspitze bis zum Fußnagel nachweisen. Reicht das nicht einfach, die Gentherapie mit einer Oberarmspritze zu machen? Im Auge kommt schon ein Teil an? Ich glaube, dass der Teil zu gering ist, der da ankommt. Und wir wollen ja genau das verhindern. Das ist ja die große Diskussion zwischen dem intravitrealen Zugang und dem subretinalen Zugang. Der subretinale Zugang hat den Vorteil, Immunprivileg unter die Netzhaut gespritzt, möglichst geringes immunologisches Risiko. Und deshalb ist der Charme des subretinalen Zugangs. Der Nachteil ist, dass wir wirklich nur lokal behandeln. Wenn wir quasi jetzt einen Vektor haben, der auf RPE-Zellen abzielt, dann werden nur die Zellen dort behandelt. Das heißt, wir müssten letztlich die gesamte Netzhaut abheben, wenn wir eine Erkrankung behandeln wollen, die gesamte Netzhaut betroffen ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, und ich habe das gerade selber miterlebt, dass
wie schnell es geht, dass wir Vektoren entwickeln können, die eben sehr breit, wo man quasi in den Glaskörper gibt und die durch die Netze durchdringen können, auch die Zielzellen erreichen können. Wie die immunologische Antwort ist, das wird sich zeigen. Wir behandeln ja zum Beispiel die Lonne mittlerweile auch mit intravitralen Injektionen. Da haben wir zwar deutliche Vitritis zum Teil gesehen, aber es konnte jeder Patient weiterbehandelt werden und wurde auch erfolgreich mit Immunsuppression, also mit Cortison behandelt. Also deine Frage nochmal zu beantworten. Ich glaube, es ist möglich, Gott sei Dank haben wir im Auge die Möglichkeit, lokal zu behandeln, aber wir müssen nicht in Zukunft immer dort zur Zielzelle gehen, sondern wir können ein bisschen auf die Technologie, und das ist jetzt das, was die Gentherapie eben weitermachen wird, dass sie uns Gentherapeutik entwickelt, die uns ermöglichen, leicht zu behandeln. Aber nochmal auf deine vorige Frage, es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir auf die Grundlagenforscher hoffen müssen, dass die uns noch bessere Antworten geben, wie die ganzen Erkrankungen funktionieren, insbesondere bei der geografischen Atrophie. Da sind wir wirklich, glaube ich, erst relativ am Anfang. Ja, oh, super Überleitung, denn wir kommen jetzt schon zu den letzten 5 bis 10 Minuten. Ein wichtiges Thema würde ich gerne noch ansprechen. Einmal für die Münchner, Herr Stanzel und Herr Koramnia. Und zwar, es ist ja schon ein bisschen individualisierte Medizin. Ich habe jetzt bei niemandem rausgehört, dass wir einfach einen Wirkstoff oder eine Therapieart ausdifferenzieren müssen und dann kommen 500.000 GA-Patienten in Deutschland in Frage und können sich ihre Therapie abholen, sondern auf absehbare Zeit kommt irgendwie raus, dass es doch sehr individuell ist und muss gucken, dieser Faktor und jener Faktor. Ja. Bei den Boris, bei den RPE-Zellen, da wird es ums HLA-Matching gehen und da wird man überrascht sein, wie wenig Patienten eigentlich in Frage kommen mit dem perfekten HLA-Muster. Herr Koramnia, beantworten Sie mir doch die Frage, wie viele FAKE-Patienten, 80-jährige Patienten mit einer GA kennen Sie in Ihrem Klientel, die noch FAK sind und so eine Teleskoplinse bräuchten. Ne? Wir stehen vor dem gleichen Problem und versuchen zu rekrutieren. Und Herr Pfau, es ist ja gut rausgekommen, dass es immer nur um Subgruppen geht. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, was Apellis oder Simura, da war ja doch 4% der Patienten ungefähr zeigen genau die Gendeviation, die man in einem primären Schritt erstmal behandeln kann, die muss man erstmal rausfiltern. Also wir reden hier gerade noch nicht vom Massenmarkt, oder? Vielleicht fängst du mal an, Boris. Ja, genau. Also um vielleicht mal kurz dieses Konzept zu erläutern, das du gerade angesprochen hast, Peter, HLA-Matching, nicht? Also was bedeutet das? Bei einer Zelltherapie werden zumindest aus biotechnologischen Perspektiven allogene Zellen, also das heißt von Spenderzellen genommen und diese dann letztlich durch eine sogenannte GMP-Produktion in ein Zelltherapeutikum produziert. Und dazu braucht man letztlich eine Zelllinie, die ausreichend charakterisiert ist, und man kann nicht von jedem Patienten autolog eine Zelllinie basteln. So, und wir wissen alle, dass das HLA-System zum Beispiel bei Knochenmarkspendern ein Matching ermöglicht. Und es gibt jetzt ein ganz spannendes Konzept, wonach es ganz seltene sogenannte Superspender gibt, die 2 idente HLA-Faktoren in einer Zelle vereinen. Was ermöglicht das? Man kann das Matching mit dem zweiten Faktor vernachlässigen und kann dann zum Beispiel mit 10 charakterisierten Zelllinien in Deutschland etwa 50% der Patienten oder Bevölkerung erreichen. Ganz so leicht ist es nicht, aber das erklärt zumindest dieses Konzept, wie jetzt zum Beispiel eine Stratifizierung bei einer Zelltherapie aussehen würde. Und dann gibt es natürlich noch andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und das habe ich eingangs auch gezeigt mit dem Unterschied zwischen einer ORA und CRORA. Und auch Herr Pfau ist darauf eingegangen, dass tatsächlich die Photorezeptordegeneration offensichtlich der Entstehung einer geografischen Atrophie in vielleicht nur einigen Patienten weit vorausgeht.
Und das würde dann aber auch bedeuten, dass möglicherweise ein Ersatz der retinalen Pigmentepithelzelle hier nicht ganz ausreichend ist. Und das Herausfiltern, das Identifizieren der idealen Patienten, das wird sicherlich die große Herausforderung sein in den Zulassungsstudien und erklärt vielleicht zu einem gewissen Grad auch, warum wir noch keine Zelltherapeutika haben. Ganz zu schweigen auch von der großen Herausforderung, die ist ja heute Abend gar nicht angeklungen bei den GA-Studien, dass die sogenannten regulatorischen Endpunkte bei einer GA ja extrem schwierig sind. Wir haben Low Luminance Visual Acuity als eines dieser Faktoren oder Wachstum der geografischen Atrophie, aber die meisten Zulassungsstudien hängen sich immer noch am Visus auf. Und Visus ist bei einem GA-Patienten häufig überhaupt kein Kriterium. Also so viel zu einem etwas abgewichenen Diskurs von meiner Seite. Ja, also es ist schon eine Hochachtung vor dem, was geleistet wurde, aber auch Respekt vor dem, was noch zu arbeiten ist. Ne? Das kommt, glaube ich, gut raus. Herr Koramnia, wie viele Phakopatienten haben Sie mit 80 und GA? Ich kann Ihnen genau das bestätigen, was Sie auch gesagt haben. Als ich über die Daten dieser Multicenter-Studie gesprochen habe, waren wir selber tatsächlich sehr erschrocken, wie lange das gedauert hat, bis wir diese 20 Patienten, und das ist jetzt wirklich keine große Zahl, überhaupt einschließen konnten. Und das ist tatsächlich doch ein wirklich großes Problem, dass diese Sehhilfen eben oft darauf angewiesen sind, dass die Phakelinse noch vorhanden ist. Und das ist einfach in diesem Alter eine Seltenheit, dass das noch der Fall ist. Das Zweite, und das ist auch, denke ich, nochmal ganz wichtig bei diesem Thema, ist, dass wir, glaube ich, auch bei unseren Patienten auch nicht falsche Hoffnungen wecken sollten. Wir haben über die Erfolge jetzt der Behandlung heute gesprochen und ich hatte das auch bei den vergrößernden Sehhilfen mehrfach betont, dass es hier nicht um extreme Visusgewinne geht, die wir hier unseren Patienten versprechen können. Das sind Patienten, die sind ganz verzweifelt, haben eine ganz schlechte Sehschärfe und sind oft bereit, alles zu tun, und das sollten wir natürlich nicht ausnutzen, sondern wir sollten wirklich bei den Patienten, wo auch noch eine realistische Hoffnung auf Besserung besteht, diese Behandlungen dann durchführen. Realistische Hoffnung auf Besserung. Yannick, hier nochmal die letzte Frage für dich. Also natürlich ist es mehr sexy, wenn man eine Spritze mit einem Medikament oder Gentherapie macht. Aber was man im Retina-Implant, also dem Pixium, schon zugute halten muss, ist, das ist gerade heute Abend die einzige Therapie, die eine echte, richtige Sehverbesserung für die Patienten macht und nicht nur die Verschlechterung aufhält. Würdest du das so bestätigen oder noch was hinzufügen? Yannick? Just wieder. De tout l'ensemble de la discussion, et pas pour répondre simplement à ta question, c'est on peut imaginer qu'on aura une gradation des différentes thérapeutiques en fonction du stade de l'atrophie géographique. Par exemple, dans les stades précoces, on peut imaginer un médicament qui ralentirait. Dans les stades où un œil a déjà été perdu et l'autre commence une atrophie géographique, on pourrait imaginer des cellules souches qui seraient justifiées. Pour ce qui est de Prima, l'avantage, c'est qu'on est là en dernier. Quand tout aura échoué, on pourra au moins proposer quelque chose qui, effectivement, a une petite chance d'améliorer la vision, ce qui est le seul cas pour l'instant. On n'est plus dans un traitement préventif, on est vraiment dans un traitement curatif. Et c'est l'avantage de développer cette technique, c'est que, voilà, pour l'instant, on a beaucoup de discussions, on verra à Pélis ce que ça va donner, mais le gain semble quand même relativement modeste. Faut se souvenir, je suis vieux, donc je me souviens bien de tout ce qu'on avait imaginé au début avec Macugène, le premier anti-VEGF, dont on attendait, je me souviens d'avoir discuté avec Bernd Kirchhoff, justement, on s'attendait à ce que ce soit merveilleux, etc. Et ça a été une catastrophe économique. Donc voilà, et là-dessus sont arrivés d'autres anti-VEGF gardant le même principe. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il faut regarder, il faut participer à la recherche, mais Prima sera toujours là si le reste n'a pas fonctionné.
Ja, auch bei Retina, bei Pixium muss man ja sagen, dass die Auswahl der Patienten, es ist einfach nur ein kleines Kollektiv. Ja. Wir haben Sugar AMD 200 Patienten. Wir haben immerhin 3 Patienten identifiziert, die für Pixium in Frage kommen. Und Herr Koramnia, raten Sie mal, wie viele Patienten von den 200 für die SYNC-IMT, also die Teleskoplinse, mit der wir auch angefangen haben, in Frage kamen. Da suchen wir auch Patienten, exakt null. Keiner von den 200 Patienten kam für die Teleskoplinse in Frage. Also das Problem, dass einfach nur ein bestimmter Teil in Frage kommt für die Therapien, trifft uns tatsächlich alle. Wir würden fast schließen, aber ich möchte gerne noch mit einer Zuschauerfrage schließen, die auch noch sehr praktischen Nutzen hat. Herr Katzburg fragt, sollte ich einen AMD-Patienten bei einer KAT-OP möglichst hyperop lassen, um einen vergrößerten Effekt zu erreichen? Ja, das würde ich gerne noch fragen. Ich denke, Herr Koramnia, das sind Sie am geeignetsten. Ja, also diesen Ansatz, den kenne ich nicht. Das würde ich auch nicht empfehlen, dass man das generell machen sollte. Ja, naja, der muss halt dann ein Plus-2-Glas oder sowas vorsetzen. Dadurch hat er halt einen leichten Vergrößerungseffekt, ne? mit allen Nachteilen, die sich dadurch ergeben. Ja. Trotzdem würde ich gerne als Schlusswort noch eine positive Botschaft abgeben. Und Herr Pfau, Sie sind auserkoren dafür. Es ist ja doch rausgekommen, dass die Medikamente die erste Chance haben, als erste einen Massenmarkt zu eröffnen. Wir haben ja Phase 2 Studien. Phase 3, vielleicht können Sie es noch mal korrigieren, ja oder nein. Also es ist ja doch jetzt sehr absehbar, dass etwas kommt. Was wird das Rennen machen und was für einen Erfolg wird das haben? Also müssen wir jetzt wirklich schon die Wartezimmer vergrößern oder wird das die nächsten Jahre eine selektive Indikation bleiben, Herr Pfau? Genau, also Apelles wird in den USA aller Wahrscheinlichkeit nach zugelassen werden, aufgrund allein der Verbesserung des strukturellen Outcomes. Ob die EMA in Europa sich genauso entscheidet oder nicht, das ist fraglich. Die EMA will ja tendenziell eher Funktionsdaten sehen. Und wahrscheinlich wird es am Anfang nur extrafoveale GA aufgenommen und von Krankenkassen, zumindest hier in den USA, gezahlt. Die haben sich zum Teil dazu geäußert. Und wahrscheinlich wird am Anfang auch ein großer Ansturm sein und dann wahrscheinlich, wie das früher bei Macugen war, dann doch relativ schnell eine Ernüchterung, wenn die Patienten merken, dass es keine Sprünge gibt, sondern nur eine Verlangsamung der Verschlechterung. Und das Zweite, was dann wahrscheinlich kommt, ist Zimura, aber da kommen erst Ende des Jahres von der Phase-3-Studie, der GATHER2-Studie, die Ergebnisse. Aber es ist ja schon absehbar. Ne? Also ich würde gerne das Schlusswort Herr Stanzel überlassen, der ja auch Leiter von unserem Studienzentrum ist und von Makula-Zentrum und hier auch beträchtigen Effort in Pixium gegeben hat. Aber ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich für dieses fantastische Panel. Und auch wenn das manchmal anstrengend war, so ins Detail zu gehen, aber ich bin mir sicher, dass so eine in die Tiefe gehende Diskussion finden wir in einem anderen Format mit Frontalvorlesungen, weder auf der DOG noch auf der AWO oder auf der Academy. Mir hat es sehr viel Freude gemacht und personell war das wirklich Hochachtung, was Sie auch geleistet haben. Bleiben Sie dran, wir brauchen eine Therapie für unsere Patienten. Ich verabschiede mich und übergebe für das Schlusswort an Herrn Stanzel. Merci. Merci, Yannick. C'était un plaisir. Perfekt, dann war es gut, dass ich gemutet war. Dann konnte Herr Professor Lemaire noch seine Übersetzung genießen. Ich halte es auch kurz und knapp. Ich danke Ihnen allen für das lange Ausharren. Wir haben ja jetzt doch fast eine Dreiviertelstunde überzogen und freue mich eigentlich, dass wir vielleicht die geografische Atrophie nicht ursächlich heilen, aber mit einigen Brückentechnologien wahrscheinlich unseren Patienten mit dem Pegcetacoplan, also der C3-Inhibition, vielleicht gerade mit einer fovealen Aussparung Patienten mit einem Visus 0,5, die sind extrem motiviert, etwas anbieten können und gleichzeitig
Und da, ich glaube, sind auch unsere Hoffnungen, was das Pixum-Implantat anbelangt, sehr hoch, dass hier eben die erste Therapie besteht, die wahrscheinlich bei einer geografischen Atrophie eine tatsächliche Sehverbesserung leistet und zusätzlich eben und auch bereits ein zugelassen und dann noch überleiten noch zu Herrn Koramnia und dem dem Sync-EMT-Implantat. Dieses ist ja bereits ein zugelassenes Medizinprodukt. Auch hier sind ja Sehverbesserungen gezeigt worden. Auch hier, das halt auch der Appell an Sie, wenn Sie noch Patienten sehen mit einer Phaken geografischen Atrophie, schicken Sie diese an eines der Zentren, die eben das Implantat machen. Und damit möchte ich schließen. Schönen Abend. Schönen Abend. Ja, schönen Abend an alle. Danke. Tschüss an alle. Tschüss. Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. And thank you for the translation. Il y a un peu de mal sur les parties chirurgicales, mais